auf der Brust. Am Geißbockheim leben wir mit Freude und Frust. Denn ob Bayern oder Krasnodar, auch in Aue sind wir immer da. Im Ostseestadion, in Kopenhagen klingelt Telefon. Denn wir sind trotzdem hier. Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, zu der 167. Folge trotzdem hier über den ersten FC Köln. Ihr hört schon, ich bin nicht der Dennis, ich bin der Marco, der Ruhrpott-Dennis. Der Dennis befindet sich nämlich im Urlaub und hat mich hier alleine gelassen, aber nicht wirklich alleine gelassen, weil alleine habe ich hier keine Lust zu quatschen. Deshalb habe ich mir Besuch ins Haus geholt. Und damit wir den Spruch Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf beibehalten können, ist unser Hausfreund da, der Raik. Hi, Raik. Moin, Marco. Hallo, liebe ZuhörerInnen. Ja, wie üblich ohne Dennis und mit der Niederlage im Gepäck, aber da sprechen wir gleich ein bisschen drüber. Ne? Ja, der Raik witzelt immer, dass er nur bei uns zu Gast ist, wenn es Niederlagen hagelt. Wobei wir rausgefunden haben, dass das gar nicht stimmt. Nämlich eher, dass er schon bei einem Sieg gegen Paderborn zu Gast war. Ja, genau. Das letzte Spiel vor Corona, wo noch Zuschauer unterwegs waren, bevor dann dieses erste Geisterspiel-Derby da war. Ja, da habe ich mich jetzt auch tatsächlich wieder daran erinnert, dass ich da auch zu Besuch war. Aber ansonsten ist meine Quote relativ bescheiden, ja, wenn ich hier zu Gast bin. Das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Ja, so und den nächsten Hörer, den haben wir auch kurzfristig dazu geholt. Denn unser eigentlicher Gast hat uns leider krankheitsbedingt kurzfristig abgesagt. Und so hat sich der Daniel Gehmann nochmal bei uns gemeldet und gesagt, Mensch, ich war im Stadion, ich könnte das packen, uhrzeitmäßig, und ja, hi, willkommen, Daniel. Wunderschönen guten Abend. Danke, dass ich wieder dabei sein darf. Ja, immer, immer gerne. Kurze Frage vorab, habt ihr mit diesem Ausgang des Spiels irgendwie gerechnet? Puh, ich hatte ja das Vergnügen, in Anführungsstrichen, beim Hinrundenspiel in Hoffenheim dabei gewesen zu sein, wo wir ja relativ deftig mit 5-0 aus dem Stadion rausgeflogen sind. Ich hatte schon gehofft, dass es besser wird, dass wir da ein bisschen besser eingestellt sind. Ich war so ein bisschen skeptisch oder gespannt, sag ich mal, weil ja die letzten Wochen eigentlich die Innenverteidigung mit Hübers und Kilian ganz gut funktioniert hat und ja jetzt leider dann wieder auseinandergerissen wurde, weil Hübers ja wohl, ja, laut Vereinsmitteilung krank ist, was ja offensichtlich in letzter Zeit als Synonym für Corona steht. Und war da so ein bisschen gespannt, wie das der Chabot hinbekommt. Ehrlicherweise hatte ich vorher ein Unentschieden, glaube ich, getippt gehabt. Das war aber auch eher so Wunschtraum. Ich hatte schon so ein bisschen die Befürchtung, weil unsere Statistik gegen Hoffenheim ist ja nicht wirklich prickelnd. Und ich glaube, das war jetzt irgendwie im 13. Heimspiel die 6. Niederlage, die wir kassiert haben gegen Hoffenheim. Also richtig viel Hoffnung habe ich mir nicht gemacht, ehrlicherweise. Auch wenn es vielleicht noch für ein Unentschieden, hätte es vielleicht doch auch in meinem Hinterkopf gereicht. Aber so richtig viel Hoffnung hatte ich nicht tatsächlich, nee. Ja, ich war eigentlich sogar erst relativ optimistisch, weil ich hatte irgendwie gehört, dass bei den Hoffenheimern 3/4 der Innenverteidigung irgendwie ausfällt. Und dann habe ich gedacht, okay, ich meine, dass wir dann vielleicht einen fangen, okay, aber vielleicht kann man einfach ein Tor mehr machen, oder zumindest gleich 4 Tore. Und als dann hieß Hübers fällt aus, dachte ich schon so, ja, naja, na, so eingespielt ist das Team dann doch nicht, dass das aufzufangen ist. Dann war ich schon bei Unentschieden. Und als ich dann vom Stadion hörte, dass Jonas Hector auch nicht dabei ist, habe ich natürlich das Schlimmste erwartet. Gut, ich erwarte immer das Schlimmste, aber also unentschieden hatte ich gehofft eigentlich, ehrlich gesagt. 3-3 oder so. Was war denn mit Hector tatsächlich? Ich habe das echt tatsächlich gar nicht mitbekommen. Erst als die Mannschaftsaufstellung rausgekommen ist und jetzt hat der ja irgendwie dann in der PK danach Baumgart ja gesagt, er steigt am Mittwoch irgendwie wieder ins Training ein, dann kann es ja wahrscheinlich nicht Corona sein, dann war es irgendwas anderes, oder? Haben die das kommuniziert? Ich glaube, persönliche, irgendwas Privates stand. Okay. Ja, persönliche Gründe habe ich auch gehört. Persönliche, ja. Gründe, ja. Okay, na gut, dann lassen wir das einfach mal im Ungewissen. Ja. Ja. Hoffen wir, dass nichts Schlimmes ist. Ja. Genau,
Ja, hat er ja in der Vergangenheit schon genug persönliche Schicksalsschläge irgendwie gehabt. Hoffentlich war es nicht irgendwas in die Richtung. Also drücken wir die Daumen. Das glaube ich auch. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, immer wenn wir gegen Hoffenheim spielen, habe ich gefühlt die Buchse voll. Weil ich finde, Hoffenheim liegt uns gar nicht. Wir haben selten gegen Hoffenheim gut ausgesehen. Ich glaube, den einzigen Sieg, an den ich mich erinnern kann, war ein Sieg, irgendwie, ich glaube, weiß ich nicht, 4-3 in Hoffenheim. Da hat Pavel Olkowski 2 Tore gemacht, so viel dazu. Ja, das stimmt. Da kann und Matze Lehmann, Matthias Lehmann direkt einen Freischuss. Da war ich, genau, da war ich nämlich tatsächlich das erste und einzige Mal in Hoffenheim und habe auch gefühlt den einzigen Sieg irgendwie mitbekommen. Da hatte ich Geburtstag, die Schwiegereltern waren da und alle wollten, dass ich Kuchen esse. Und ich habe vor dem Fernseher alles zusammengeschrien. Ich kann mich sehr gut daran erinnern. Ich kann mich noch an den Pokal, an diesen einen Sieg im Pokal erinnern, wo Risse auch so stinkt aus, gefühlt 35 Meter reingeraucht hat und dann Modest, glaube ich, sogar das Siegtor dann gemacht hat, irgendwie in der Verlängerung oder sowas. Es ging auf jeden Fall noch in die Verlängerung, ja. Aber ansonsten habe ich auch eher schlechte bis sehr schlechte Erinnerungen, was Hoffenheim angeht, mit der Krönung halt in der Hinrunde. Das war schon. Puh, da standst du schon in diesem Scheißstadion mit irgendwie gefühlt 500 Zuschauern aus Hoffenheim irgendwie in diesem ganzen Stadion und dann kassierst du da auch noch so ein Ding, deswegen irgendwie, ach nee, Hoffenheim, ich weiß aber auch nicht, woran liegt denn das? Also kann man das irgendwie verorten? Ist das die, ich meine, das kann ja jetzt nicht nur die allgemeine Spielweise von Hoffenheim sein, ne? Die hat sich ja in den letzten Jahren ja durchaus auch ein bisschen verändert mit den unterschiedlichen Trainern, aber ist das irgendwie, keine Ahnung, ist das eine psychische Blockade, kann es ja auch nicht sein. Ich meine, bis auf Hector und Timo Horn vielleicht noch, haben ja jetzt dann auch nicht so viele Leute in der Zeit gegen Hoffenheim gespielt. Ist das einfach deren Ausrichtung oder was? Oder weiß ich nicht, liegt da ein böser Fluch drüber oder so? Ich glaube, die stinken erstens und zweitens. nein, also ernsthaft, ich glaube, die sind halt tatsächlich zugeschissen mit Geld, ne, vom Heiligen Dietmar und können dementsprechend einfach individuell mehr Klasse kaufen. Ich glaube, man muss einfach sich eingestehen, dass der FC finanziell nicht auf Augenhöhe ist und dementsprechend auch nicht so viele gute oder also er muss halt über Talente kommen, wir kennen das Problem und Hoffenheim kann halt Hoffenheim sein und Spieler kaufen. Ich glaube halt auch, ja, also ich glaube, das ist so eine Mischung aus beiden. Also ich glaube, Hoffenheim hat grundsätzlich eine Ausrichtung mit schnellen Spielern, also so ein, ich sag mal, wenn der Bibu heute nicht so einen Tag hat, dann schießt der uns halt schon in der ersten Halbzeit 2 rein. Geht das aus und wie eine Hinrunde, ja. Genau, dann hast du so einen Kramaric, dann hast du einen Baumgartner, dann, also du hast da ja, die haben ja schon, also auch trotz ihrer Ausfälle noch eine wahnsinnige starke Truppe da und ich muss auch ganz ehrlich sagen, die verstärken sich dann aber auch immer halt auch qualitativ sehr, sehr gut. Also ich muss ganz ehrlich sagen, David Raum habe ich jetzt schon 2-3 Mal so irgendwie am Zettel gehabt. Ich fand den schon letzte Saison bei Fürth gar nicht so verkehrt. Hab gedacht, so, das könnte hier einer sein, aber dann stand relativ früh fest, dass der zu Hoffenheim geht. Und ja, also die verpflichten schon gar nicht so verkehrt. Also ja, also den Raum, wobei der ja auch eine echt gute Phase in Hoffenheim hatte. Ne? Jetzt im Moment ist er eher so ein bisschen im zweiten Dieter und so. Ne? Aber ich meine, jetzt Hoffenheim hat jetzt auch, was ich ja hier aus Hamburg mitbekommen habe, hier den Finn Ole Becker, ist ja auch so ein Talent bei St. Pauli. Den haben die jetzt auch ablösefrei verpflichtet. Also die haben es da tatsächlich offensichtlich auch auf der sportlichen Ebene drauf, auch hier und da die richtigen Leute zu holen. Und den David Raum, dass der Potenzial hat. Der hat ja auch bei der U21, glaube ich, bei der EM mitgespielt mit Sully zusammen und den haben wir heute auch überhaupt nicht in den Griff bekommen. Ne? War ja eigentlich relativ klar, dass der natürlich die Flanke macht, damit dadurch dann das Siegtor fällt. Ja, meine Güte, kriegst du nicht unter Kontrolle. Ne? Nee. So. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand uns eigentlich bis auf so kurze Aussetzer fand ich uns sogar tatsächlich gar nicht so schlecht. Ich muss sagen, der FC hat es zumindest versucht, ordentlich zu spielen. Und da komme ich direkt zu einer Hörerfrage. Die hat nämlich der Frei und Ehrlich uns geschickt. Baumgarts Taktik, Flanke auf Modest ist einfach zu wenig. Gibt es keinen Plan B, um den Gegner zu überraschen? Und genau das hatte ich nämlich irgendwie irgendwie auch im Kopf. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich alles zu eindimensional ist. Auf Dauer. Also
Man kann das ganz gut, ich fand, das konnte man im Stadion gut sehen, das sieht man im Fernsehen ja auch nicht. Benno Schmitz, der hat zwar eigentlich echt ein gutes Spiel gemacht, aber das ist so ein bisschen mit dem Lubitsch so ein One-Trick-Pony. Der spielt immer, die laufen raus, dann spielt er immer einen langen Pass an der Außenlinie und spielt den Lubitsch den Lauf und dann müsste dann quasi rechts dann gehen. Ne? Und das kann man halt viermal machen, aber beim achten Mal hat halt wirklich jeder verstanden und die stellen es einfach zu, der Ball ist weg. Und das ist, glaube ich, 20 Mal passiert oder so. Und da habe ich schon gedacht, so, okay, es lief immer über rechts außen, immer Benno und dann ein scharfer Pass. Und das war schon ein bisschen eindimensional, das fand ich auch. Ja. Naja, also eindimensional bin ich auch ein bisschen dabei. Auf der anderen Seite, die Wolfsburger wussten auch, dass Modest da in der Mitte steht und dass die Flanken immer darauf liegen. Die Stuttgarter wussten das auch. Verhindern konnten sie es trotzdem nicht, dass Toni da die entscheidenden Tore macht. Und er hat ja auch in diesem Spiel durchaus dann wieder Chancen gehabt. Ne? Dieser eine Kopfball am Zurückfallen, der dann auf oder nach der Ecke, der dann auf das Tor raufklatscht. Und auch die Flanke, die dann kam von, wer war's, das war, glaube ich, auch Ljubicic, ne? Irgendwie Mitte der 30. Oder sowas, die größte Chance, die wir da hatten. Ja, also das funktioniert ja trotzdem. Also selbst wenn du eine Mannschaft hast, die das weiß und die versucht natürlich auch die Flanken zu verhindern, hast du ja durchaus trotzdem Chancen kreieren können. Es hat halt heute einfach nicht gereicht, um die Dinger mal reinzumachen. Ne? Also das, der Knackpunkt war heute tatsächlich dann auch die Chancenverwertung auf beiden Seiten tatsächlich, nur dass Hoffenheim da dann doch die eine dann doch reinbekommen hat. Pff, ja, also du hast aber auch Chancen kreiert. Ich meine, wenn du dir mal anguckst, wie das Siegtor gegen Frankfurt gefallen ist, das war ja auch Modest, aber dann war es halt einfach auch mit dem steilen Ball vorne rein. Ne? Mhm. Das funktioniert halt durchaus auch. Und Ljubicic hat ja dann zwischendrin auch eine Chance gehabt, wo Akpoguma ihn dann auch weggegrätscht hat. Das war ja auch ein Pass in die Tiefe rein. Also ich finde schon, dass wir da ein bisschen mehr Variabilität reinkriegen, aber die Hauptwaffe ist nun mal einfach, ich meine, wenn du da einen Top-Stürmer drin zu stehen hast, der gerade kopfballmäßig da irgendwie alles wegbombt, ja, warum solltest du dich denn darauf einlassen, dann auf einmal zu versuchen, da im Kurzpassspiel durch die Mitte durchzukommen, dann ist das schon okay, wenn du dann vernünftige Flanken reinschlagen kannst. Und ich meine, da kam ja sowohl von Ljubicic als auch von Kainz kam ja auch die eine oder andere Flanke tatsächlich rein, hat halt einfach heute an dem Tag nicht gereicht, weil ich finde ja auch in der Innenverteidigung, das hat mich auch total gewundert, dass da Puma ausgewechselt wurde nachher gegen Vogt, der hat ein Bombenspiel gemacht, also der hat da alles hinten rausgeklärt und ja, das ist dann halt einfach irgendwie mal der Unterschied, dass du dann das Ding einfach nicht reinbekommst. Also ja, ist schon ein bisschen eindimensional, aber meine Güte, wenn es funktioniert, ist es alles gut, ne? Ja, ich finde auch zwei Sachen. Erstens, wir müssen gucken, wo kommen wir her, das darf man nie vergessen, wir kommen aus der Relegation, ne? Punkt 1. Und zweitens, ich fand auch das Spiel an sich nicht schlecht, das muss man auch sagen. Es gab so ein paar Längen, so die erste Halbzeit ab der 15. Minute war so ein bisschen mau, fand ich. Da hat man so zu, so war es so ein bisschen hektisch, gerade in der Innenverteidigung. Aber es ist halt so, wenn es dann läuft halt alles über außen und manchmal, also viel. Und ja, du hast recht, ne? Modest hat einen Lauf und natürlich soll man den bedienen, aber ich würde mir trotzdem manchmal wünschen, dass man doch ein bisschen zentraler reingeht. Einfach um so, wenn man, also beziehungsweise andersrum, wenn man es nicht macht, dann sieht man dann gegen so Mannschaften, dann reicht es halt manchmal nicht. Ne? Es ist natürlich jetzt sehr hohes Level, ne? Das muss man auch sagen. Also es ist Kritik aus einer Luxusposition aus unserer Sicht, ne? Mit 37 oder 36 Punkten. Ja, ich meine, wir haben uns natürlich auch schwer getan. Ne? Ich glaube, der erste Torschuss war irgendwie so 33. oder was, als Ljubicic den Ball gewonnen hat und Modest erstmal drauf geschossen hat. Das sagt ja auch schon was aus, ne? Wenn du gegen so eine Mannschaft über eine halbe Stunde brauchst, um dir überhaupt mal einen Torschuss zu erspielen. Da dachte ich auch schon so am Anfang, meine Güte, die schnüren uns da irgendwie ein und wir haben es mit unserem Anlaufen auch nicht so richtig hinbekommen. Da war Hoffenheim gerade schon in der ersten halben Stunde. Die haben sich immer wieder total geschickt da hinten rausgespielt und auch unser Pressing total überspielt. Und ich meine, die Chancen, die da waren, also dieses Riesending da von Bebou gleich am Anfang irgendwie, was war das, 15. Minute oder was, wo er zum Glück im Abseits stand. Dann hat sich ja irgendwie Schmitz schon irgendwie bummelig in der 20. da von David Raum schon mal einmal komplett düpieren lassen, wo Bibu da völlig überrascht wird. Und kann mir mal einer erklären, was der da in der 25. angestellt hat? Also ich habe keine Ahnung, wie er den Ball verdattelt hat. Das ist schon. Ja, vor allem, er war ja schon an Schwebe vorbei. Ja, deswegen. Er muss ja eigentlich Schwebe hat hinter sich gegriffen. Der hat hinter sich, wir saßen ja ganz unten, also ich saß ganz relativ nah hinterm Tor. Und das war schon, also dass das Ding nicht reinging, also eigentlich hätte es auch schon, also wenn man hätte 5-0 stehen können in der ersten Halbzeit, 4-5-0 hätte es garantiert stehen können, wenn die alle reingegangen wären, am schlechten Tag. Ja.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde auch, wir haben kein schlechtes Spiel gemacht. Ich finde, heute hat Hoffenheim uns gezeigt, was der Unterschied zwischen einem Team ist, was aktuell um Rang 4 spielt oder wie wir um Rang, ich sag jetzt mal, 7 bis 11. Weil ich kann mich da an eine Szene erinnern, da pressen wir irgendwie, ich glaube, das war aber schon in der, das war noch in der ersten Halbzeit, da pressen wir relativ zum Ende, pressen wir hinten die an ihrer eigenen Eckfahne und die kriegen es hin, mit 4 Ballkontakten den Ball Richtung Mittellinie und da zu behaupten. Mhm. Und das ist halt so, das ist halt eine Frage der spielerischen Qualität. Und das, finde ich, hat man da auch gesehen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Dreier-Innenverteidigung bei denen, die hat es dann auch tatsächlich, Akpoguma, Grilic, Posch, das ist jetzt auch nicht das Allerschlechteste, was so in der Bundesliga rumläuft. Ne? Also man hat gesehen, dass Modest, aber auch Ljubicic und Uth da wenig Möglichkeiten haben. Und wenn wir sie dann hatten, dann war immer irgendein Hoffenheimer Ball, Bein noch dazwischen. Bei Grilic war es ja gegen Ljubicic. Oder auch, ich weiß nicht, das war irgendwie 40. Minute, wo Ljubicic auch in den 16er zieht und dann so nach hinten ablegt zu Modest. Mhm. Und der den Ball aus dem Lauf nehmen will und einfach nicht richtig trifft. Und ja, der hoppelt halt so ein bisschen vorher. Ne? Ja, das ist halt, genau. Ja. Kannst du auch an einem richtig guten Tag, macht er den halt tatsächlich auch. Dann trifft er den halt mit der Innenseite. In den Winkel, genau. Ja. 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 Weil man muss auch sagen, das Glück, was sie vorne nicht hatten, also Hoffenheim, das hatten sie halt hinten, aber gerade zu Ende, zweite Halbzeit, das war ja schon, da war schon richtig Druck, ne? Und da hast du schon gesehen, dass Baumann, die Leute, die haben das schon ziemlich sich abgeklatscht, weil das war mehrmals echt eine knappe Kiste. Die haben da teilweise, hat er das ja mit der Schulter abgewehrt und so, da war schon, also wenn du ein bisschen Glück hast, geht so ein Ding auch rein. Aber wir waren ja tatsächlich auch, ich kann mich erinnern, dass wir mal an Akpoguma dran waren, ne? Das ist mal irgendwann in Rede stand, ich weiß nicht, ob das 1 oder 2 Jahre her ist oder sowas, wo wir auch einen Innenverteidiger gesucht hatten, da waren wir tatsächlich auch an Akpoguma mal dran. Da war auch irgendwie im Raum, dass wir ihn eventuell ausleihen oder sowas. Ja, ich glaube, das war aber noch die Zeit, als er in Hannover gespielt hat, glaube ich, oder? Ich hätte jetzt in Erinnerung gehabt, dass es schon Hoffenheim ist, aber bin mir auch nicht hundertprozentig sicher. Kann auch sein, dass das noch Hannover war. Ich meine aber tatsächlich Hoffenheim. Aber anyway, hat ja sowieso nicht geklappt, insofern. Ja. Egal, ja. Ja. Ja, und dann zweite Halbzeit ging ja dann auch direkt wieder los. Nach irgendwie, was waren das, 26 Sekunden, wo Bebou das Ding da an den Pfosten köpft. Ja. Und dann wird er da in der 55. ausgewechselt. Das muss auch schon ein bisschen bitter sein, oder? Meine Güte, da bist du nochmal 10 Minuten auf dem Feld und das ist ja eigentlich eine ungewöhnliche Zeit. Also so 10 Minuten nach der Halbzeit wechselst du den dann aus. Ja, da hatte ich schon fast drauf gewettet, dass hier dieser Ritter oder was, der da reingekommen ist, dass der es dann tatsächlich macht. Ne? Du sagst so, den brauchst du einfach nur anspielen. So viel Pech, wie der Bebuda heute irgendwie am Fuß hatte, so viel Glück muss der andere dann tatsächlich haben. Das stimmt. Kurze Frage, wie habt ihr unsere Neustarter Chabot gesehen? Magst du mal zuerst ein? Ja, also so, Stadionperspektive. Ich fand den erst relativ, also man hat gesehen, dass er unsicher war und nicht eingespielt war. Also ich habe gesehen, dass Sully öfters, also er stand immer relativ weit hinten und ich glaube, also so um so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Absatzfalle, aber um die Kette weiter vorzuziehen und alle sind nach vorne gelaufen, er ist stehen geblieben und dann hast du richtig gehört, weil es war ja natürlich sehr still heute leider im Publikum. Und du hast halt gehört, wie der Simon geschrieben hat, weiter nach vorne und immer am Winken war. Na, ich, ja, okay. Ne? Also 4, 5 Mal hat er richtig da Zunder gekriegt. Ne? Und dann so ab der 20., 25. Minute lief es dann besser. Ne? Aber es war schon sehr wackelig zu Anfang. Und so 2, 3 Szenen habe ich gedacht, das sah auch relativ ungelenk aus. Aber nachher fand ich es ganz okay, muss ich sagen. Ja, ich hatte auch so einen ähnlichen Eindruck. Ich fand es auch tatsächlich so ein bisschen ungelenk, aber das ist wahrscheinlich auch immer wieder der Körpergröße und einfach der Statur dann geschuldet. Ne? Wahrscheinlich würde der mich auf einem Bierdeckel aussteigen lassen, wenn ich irgendwas versuchen würde. Und das sieht halt nur im Fernsehen total ungelenk aus, weil er halt auch so ein relativ breiter, großer Typ ist. Er ist am Anfang, was ich auch gut verstehen kann, sehr
sehr viel auf Sicherheit gegangen. Also ich weiß nicht, von den ganzen Pässen, die er gespielt hat, hat er gefühlt zwei Drittel auf Schäbe zurückgespielt. Nachher, auch so in der zweiten Halbzeit, hat er sich ja tatsächlich auch mal getraut, so ein bisschen offensiver zu werden und ein bisschen offensiver vorzugehen, wobei die meisten öffnenden Pässe hinten raus tatsächlich nach meinem Gefühl sowohl Kilian als auch, wie du schon sagtest, Sully, der hat sich ja ganz, ganz häufig dann irgendwie nach hinten zurückfallen lassen, da die offensiven Pässe gespielt hat. Also da hat er sich jetzt noch nicht so ausgezeichnet, Anführungsstrichen. Aber ich meine, so von den Statistiken war das echt okay und ich habe jetzt kein Sichos-Moment dazwischen gehabt. Ne? Der hat ja auch einmal pro Spiel irgendwie sein Ding gehabt. Das fand ich okay. Also für ein Debüt, wie er dann da so reingeschmissen wird und gerade wenn du vorher so eine gut funktionierende Achse hast mit Hübers und mit Kilian, die ja in den Spielen davor wirklich defensiv echt gut gestanden haben, hat er da einen ordentlichen Job gemacht. Das war okay. Also für die Menge auch, die da aufs Tor zugerollt ist, war das schon echt in Ordnung. Ich habe so eine Szene vor Augen, wo das war naja relativ tief in der zweiten Halbzeit schon drin, irgendwie, keine Ahnung, so um die 75., 80. rum, wo er da so eine Flanke von außen verteidigen will und mit Händen auf dem Rücken und da hast du gesehen, da hat er wirklich sehr, sehr steif gewirkt irgendwie. Da hat der Offensivspieler da ja so einen Haken um ihn rum gemacht, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, ich glaube Rütter war das dann auch, ne? Genau, der ja noch abgeschlossen hat. Da sah er schon so ein bisschen aus wie eine Pylone, die umkurvt wurde, aber es ist natürlich auch diese bescheuerte Haltung, ne? Wenn die Leute dann irgendwie Hände auf dem Rücken, bloß damit sie ja nicht an der Hand angeschossen werden, Da verlierst du natürlich auch ein bisschen Beweglichkeit. Und ich glaube, da war nachher auch so ein bisschen der Akku runter bei ihm. Er hat ja jetzt irgendwie in Italien schon durchaus das ein paar Spiele zwar gemacht, aber auch nicht so wahnsinnig viele, komplett über 90 Minuten. Und ja, deswegen ist er ja dann nachher auch, wahrscheinlich nicht wegen der Erschöpfung, aber das war ja dann eher taktisches Thema, in der 85. oder 88. dann ausgewechselt. Aber, ja, genau. Und da war ja auch, glaube ich, ich glaube, der schläft gut heute Nacht. das glaube ich auch. Ja. Er hat sich ordentlich ausgepumpt in dem ganzen Ding. Andererseits finde ich, ne, was haben wir alle, also ich hatte ja auch wenig Erwartungen an Hübers und man war ja so ein bisschen erstaunt, ob das Transfer ist, ne, von Hannover, nur Verletzung hat man gehört und naja, solider Zweitligaspieler und jetzt fehlt er einmal, da sieht man mal, wie gut der spielt eigentlich im Augenblick, ne? Ja, also, es ist erstaunlich, wie schnell der sich in diese Rolle des Abwehrchefs da reingefunden hat, nachdem es sicher weg ist, ne? Finde ich auch. Total gut. Ja. Das stimmt. Ja, wird auch wieder dann in der ersten Elf stehen. Nächstes Mal. Absolut. Davon gehe ich aus. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fand bei Chabot, man hat immer mal gesehen, es fehlt ihm auch noch ein bisschen so diese Schnelligkeit, die eben genau Hübers und Kilian ein bisschen haben. Weil als Rütter da zweimal auf ihn zu ist, merkte man schon so, ja, das Geschwindigkeitsdefizit. Und aber was ich halt, der hat halt so eine dreckige Art zu spielen. Irgendwann, das muss zweite Halbzeit gewesen sein, weil Rütter da schon im Spiel war, da sieht man eine Szene, wie er Rütter tatsächlich mit der ganzen Hand hinten ins Trikot greift und den einmal festhält, sofort loslässt und an dem vorbeisprintet. Und ich finde, vielleicht tut uns so ein Spieler mal ganz gut, weil es halt auch sehr robuster Spieler ist. Also ich meine, ich glaube auch, dass Hübers wieder zurückkehren wird, wenn er denn dann fit ist. Aber ich fand, das war jetzt ein Debüt, was mir jetzt keine schlaflosen Nächte zaubert. Ja. Ich fand's total erstaunlich. Habt ihr das Interview mit ihm danach gesehen, nach dem Spiel? Nee, ich hab's nicht gesehen. Ich finde ja irgendwie Stimme und Stimmklang und Stimmfärbung passen überhaupt nicht zu dem Typen, wie er von außen wirkt, weil er so total ruhig und leise und kontrolliert irgendwie in dem Interview danach war, dass man musste sich echt anstrengen, um ihn zu verstehen. Das hat man tatsächlich auf dem Feld jetzt nicht gesehen. Also ich fand auch, da hat er auch durchaus robust hier und da mal reingegriffen und ist ja auch ganz gut. Ich meine, so einen Typen brauchst du ja da hinten auch drin. Wenn du so, ich weiß nicht, wenn ich Hübers und Kilian irgendwie so sehe, die sehen ja eher so aus wie Schwiegermamas Lieblinge. Ne? Da ist Chabot ja eher so mehr so der Typ Türsteher auf dem Kiez oder so. Zumindest so vom Äußeren. Und das tut uns vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn wir da einen haben, der ein bisschen robuster und noch ein bisschen dreckiger dann in Verteidigung unterwegs ist. Also mache ich mir jetzt keine großen Sorgen tatsächlich. Ich dachte auch so ein bisschen, dass ihm vielleicht ein bisschen die Spielpraxis fehlen könnte, aber dafür, dass er da jetzt so spontan reingesprungen ist und tatsächlich fast die 90 Minuten damit gemacht hat, hat er jetzt, fand ich, ein ordentliches, solides Debüt gegeben und hat sich da ganz gut gezeigt.
Da muss man also sich keine Sorgen machen, wenn mal einer gesperrt ist oder mal einer verletzt ist hinten drin. Ja. An ihm hat es nicht gelegen, dass wir nicht keinen Punkt bekommen. Das kann man schon sagen. Das ist so. Jo. Der Podcast-Vater Dennis möchte sich auch zu Wort melden. Ich habe eine kleine Sprachnachricht, die lassen wir mal ablaufen. Ich habe es ehrlicherweise noch gar nicht gehört. Hören wir mal rein, was er sagt. Mal gucken. Ja, hallo Marco, hallo Gäste, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ich kann leider in der heutigen Folge nicht anwesend sein. Ich werde jetzt in 5 Minuten die Fahrt in den Urlaub antreten und dann ein paar wohlverdiente Tage und Stunden an der See verbringen. Insofern muss ich heute das Schicksal dieses Podcasts in die Hände von Marco und von seinen Gästen legen. Ich weiß gar nicht, wen er eingeladen hat, hat er mir nicht verraten. Also ich werde mich genauso überraschen lassen von der Gästeliste, wie ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, das tun müsst. Also ich bin auch nur ganz normaler Hörer und Fan jetzt diese Woche. Ja, zum Spiel gegen die TSG aus Hoffenheim. Schwierig. Ein bisschen war es das Festival der Fahrkartenknipser. Also ich denke, ne, man schaut auf die Expected Goals, 1,6 zu 2,9, glaube ich. Das heißt, ja, das Spiel hätte eigentlich mehr als ein Tor verdient gehabt. Es hätte auch genauso gut 3 zu 5 ausgehen können oder 4 zu 5 vielleicht. Mit ganz viel Glück wäre ein Unentschieden drin gewesen, 1-1, 2-2. Ich denke, hinten raus hat man sich es auch ein bisschen verdient, dieses Unentschieden. Also gerade in den letzten so 30 Minuten waren wir, glaube ich, schon die spielbestimmende Mannschaft und haben die Hoffenheimer auch ganz gut hinten reingedrückt und auch zu den Chancen, vor allen Dingen per Kopfball, sind wir da gekommen. Na, da muss man Anderson nennen, aber auch Modest und Lemperle hatten eigentlich ziemlich große Chancen. Ja, und ich sag mal, normalerweise macht einer von denen auch einen. Also gerade Anderson mit Kopf ist ja immer eigentlich für ein Tor gut gewesen in der vergangenen Saison. Irgendwie ist ihm das abhanden gekommen, diese Lufthoheit und diese Dominanz im Kopfball. Keine Ahnung, was da los ist bei ihm. Ja, und so gehst du eben geschlagen aus dem Spiel raus. Und jetzt können Marco und die Gäste ja mal diskutieren, ob das K.O. war für die direkte Qualifikation Richtung Europa und ob es jetzt nur noch um Platz 7 maximal gehen kann oder ob nicht schon das Spiel gegen Leverkusen am kommenden Wochenende nochmal die Trendwende bedeuten könnte. Viel Spaß bei der Folge. Los geht's. Come on, FC. Nächste Hörerfrage vom Denio Palpatino 80. Konnte Kilian Horn seine Chance auf links nutzen oder lässt man nun endgültig seinen Vertrag auslaufen? Ich fand ihn nicht schlecht und nicht gut. Also er ist mir nicht negativ aufgefallen, er ist mir auch nicht positiv aufgefallen. Ja, die meisten Chancen tatsächlich kamen schon eher über, also gerade in der zweiten Halbzeit, wie auch der Treffer nachher über Bennos Seite. Ne? Ja, mir ist er jetzt auch nicht irgendwie großartig aufgefallen. Er hatte da noch diesen einen Offensivlauf, ja, wo er dann nochmal versucht hat, selber durchzubrechen. Das war ja irgendwie direkt nach der Pause irgendwie, ich glaube so 47. oder sowas in dem Dreh. Wahnsinnig positiv ist er mir jetzt nicht aufgefallen. Auf der anderen Seite, wenn einem Abwehrspieler nicht wahnsinnig auffällt, ist das ja in aller Regel kein so schlechtes Zeichen. Ne? Und wenn er seine Seite da irgendwie im Griff hat und unter Kontrolle hat, dann ist das ja durchaus in Ordnung. Ich glaube aber auch nicht, dass er von Anfang an gespielt hätte, wenn Hector fit gewesen wäre oder beziehungsweise wenn Hector zur Verfügung gestanden hätte. Ich glaube, es liegt in letzter Konsequenz dann wohl daran, Jannes Horn ist ja damals auch mit einer ordentlichen Ablöse gekommen und wird wahrscheinlich auch einen entsprechend dotierten Vertrag haben. Und da wird es wahrscheinlich davon abhängen, wie die sich finanziell einig werden, weil du musst ja schon auf links da hinten irgendwo was machen. Ich meine, naja, diese Variante, als dann Chabot rausgegangen ist und dann Schindler auch noch reingekommen ist, das war ja dann auch so ein Ding, wo dann tatsächlich, beziehungsweise Schindler vor Horn ja reingekommen ist, wo dann der Wechsel war und Schmitz auf links rausgegangen ist, damit Schindler auf rechts spielen kann. Ich sehe Schmitz da tatsächlich auch nicht auf der Linksverteidigerposition. Das heißt, der ist ja dann schon eigentlich rechts ganz gut festgespielt. Das heißt, du musst ja auch irgendwie über kurz oder lang auf links irgendeine Alternative haben. Und bei Horn weißt du zumindest erstmal, was du hast. Das ist jetzt nichts, wo du sagst,
das ist eine High Potential links außen, den du da hast, aber du hast zumindest eine gute, vernünftige Basis. Du hast eine gewisse Schnelligkeit. Du hast jemanden, der im Zweifel auch nochmal in der Viererkette linker Innenverteidiger spielen kann. Du hast durchaus mal die eine oder andere Offensivaktion. Es wird, glaube ich, alles darauf ankommen, in der Vertragsverhandlung, wenn du das Ding verlängerst, auf was für eine Einschnitte beim Gehalt lässt er sich ein. Weil Benno Schmitz hat jetzt seinen Vertrag verlängert, meine ich, bis 2024. Ja, 2024. Und da kam ja auch durchaus raus, dass er eine durchaus zu verringerten Konditionen verlängert hat und nicht mehr zu den ursprünglichen Konditionen. Haben sie jetzt natürlich keine Zahlen genannt, aber das wird dann sicherlich sich schon so bewegen, dass er da Gehaltseinbußen aufgenommen hat oder hingenommen hat. Und wenn Horn dazu auch bereit ist, meine Güte, also hätte ich jetzt nichts dagegen, ihn zu halten. Also, wenn er für eine kleine Mark spielt, finde ich es okay. Aber wenn das Palaver gibt über das Gehalt, ich glaube, er wird sehr gut verdienen, einen guten Fehlvertrag haben, dann sollte man sich doch mal konzentrieren, ob man jemand anders findet. Weil eine Offenbarung ist es auch nicht. Ich weiß gar nicht, wie alt ist denn der? Ist er noch jung? 23, 24, ne? Ist er tatsächlich noch jung. Ich hatte irgendwie, ist der gefühlt schon ewig bei uns. Und irgendwie war er so lange verletzt, aber also ich finde ihn jetzt nicht unsympathisch, aber ja, ich bin so ein bisschen unentschieden. Ich würde nicht viel dafür ausgeben. 25 ist er. 25, ja. Ich habe nochmal geguckt, ja. Baujahr 97. Puh, ja. Ja, ich glaube, das ist genau das Gleiche wie auch bei Florian Kainz. Ich glaube, da wird es tatsächlich darauf ankommen, wie der Reich schon sagte, ob die halt zu verringerten Bezügen sich vorstellen können, bei uns zu spielen. Und weil ersetzen kannst du alle. Die Frage ist halt, wir haben den Wahnsinnsvorteil, wir können rein theoretisch jetzt schon die nächste Saison planen. Weil selbst mit der Niederlage heute haben wir immer noch 13 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz auf Hertha. Bei noch 9 auszustehenden Partien. Also, guck, wie Hertha spielt. Dann, ja. Die Hälfte aller Punkte, ja. Ne, die zu vergeben sind. Also, jetzt muss man auch sagen, die Hertha spielt jetzt nicht die Sterne vom Himmel. Die haben in 25. Das ist aber sehr dezent ausgedrückt, ja. Ne, also, das ist tatsächlich, also, die haben einen Schnitt von, also jetzt mittlerweile einen Schnitt von weniger als einem Punkt pro Spiel. Und dass die jetzt in den neuen Spielen mehr, also die müssten ja 14 Punkte gegen uns aufholen. Das sehe ich halt einfach nicht. Ich meine, jetzt mal ehrlich, sorry für die Gehässigkeit, aber ihr hört ja wahrscheinlich kein einziger Hertha-Fan zu. Aber das ist schon ein Treppenwitz, oder? Ich meine, da versenkt einer knapp 400 Millionen Euro in diesem Club und du spielst gegen den Abstieg und das mit so einer Truppe da drin. Zum wiederholten Male, ne? Ja, das ist schon, puh. Nee, also ich glaube auch nicht, dass wir noch irgendwas, man muss natürlich vorsichtig sein, weil den gleichen Ansatz hatte Bremen, glaube ich, letzte Saison auch und hat dann irgendwie 10 oder 11 Spiele hintereinander verloren und ist doch noch abgerutscht. Aber ich glaube tatsächlich, dafür sind wir zu stabil und dafür gibt es zu viele da unten drin. Das würde ja auch voraussetzen, dass jetzt auf einmal Stuttgart, Wolfsburg, Hertha, da unten eine absolute Siegesserie und Augsburg eine absolute Siegesserie starten. Und das sehe ich einfach nicht. Also die nehmen sich ja auch gegenseitig noch Punkte weg. Also das, ich kann mir kein Szenario vorstellen, wo du mit den 36 Punkten, die du jetzt hast, selbst wenn du gar nichts mehr holst, wo du mit den 36 Punkten absteigst. Sehe ich. Also mein Moment des Wochenendes war, ich kam vom Sport, mache die Konferenz an und sehe Davy Selke jubeln vor der Heimkurve und denkt so, er hat das 5:0 geschossen oder so. Erster Hattrick und er hat das 1:3 gemacht, worauf direkt das 1:4 kassieren. Der Typ ist echt ein absoluter Lauch, tut mir leid. War schon geil, ja, wie er da gejubelt hat. Für das ein Jockel. Du dachtest echt, der läuft direkt los und holt sich die deutsche Meisterschaftsschale irgendwie vom Spielfeldrand ab, ne? Ja, oh Mann. Aber der passt aktuell zu Hertha und ich finde. Absolut. Genauso wie Taifun Korko zu Hertha passt. Nichts sagen der ohne tut, Ende. Aber er tut mir sogar noch leid, diese Scheiße da. Ach, naja. Gut, dass es andere sind und nicht wir. Ja. Bei Hertha tut mir tatsächlich keiner leid. Also das ist mir relativ egal. Die sind mir so rums. Naja,
sei es drum. Aber die werden sich nicht mehr in unsere Region bewegen und ich glaube, wir werden uns nicht mehr in die Region da rein bewegen. Andererseits haben wir jetzt auch, was haben wir jetzt, 5 Punkte auf Freiburg? Das heißt, das Thema Europapokal wird auch langsam so ein bisschen, rutscht auch langsam so ein bisschen aus dem Blick, oder? Naja, gut, jetzt muss man auch, das, also jetzt mal wirklich, jetzt, wenn man sich jetzt die Pokalauslosung des DFB-Pokals anguckt, da spielt Hamburg, also der HSV gegen Freiburg und Leipzig gegen Union. Wenn sich zum Beispiel Freiburg und Leipzig durchsetzen sollten, was ja nicht unwahrscheinlich ist in der Konstellation, ist, dann spielen da der 5. und 6. Platzierte gegeneinander. Das heißt, Platz 7 würde in jedem Fall, also wenn die beiden sich am, ich glaube, 20.3. oder so ist das, ja, nee, 20.4. am 20.4. im Halbfinale durchsetzen sollten. Und ich meine, jetzt kommt da ja auch noch Union mit ins Spiel, weil Leipzig gegen Union spielt. Das heißt, da sind 3 Teams, die vor uns stehen. Union ist 7., Freiburg ist 6., Leipzig ist 5. Ich persönlich glaube, dass es eher Richtung Leipzig und Freiburg sein wird, die Platz 5 und 6 oder dann halt 4 ausmachen. Bei normalem Verlauf sollte das so sein, ja. Und wenn dann Leipzig und Freiburg sich durchsetzen sollten, dann würde rein theoretisch Platz 7 reichen und auf den haben wir 1 Punkt. Also ich bin sowieso, ich verstehe nicht, also es wurde heute schon von vielen Leuten gesagt, habe ich auch von Freunden gehört, so ja, das war jetzt das Ende aller Träume. Also ich meine, abgesehen davon, dass ich nicht träume davon, sondern wenn es kommt, kommt es, ne? Und wenn nicht, dann nicht. Hauptsache nichts mit dem Abstieg zu tun hat. Aber also ich finde ganz ehrlich, da kommen jetzt auch noch ein paar machbare Gegner. Ne? Da kommt noch Bielefeld, da kommen noch, was weiß ich, also da werden wir schon ein paar Spiele gewinnen. Also ich fahre nach Leverkusen, ich habe eine Karte, das heißt, wir werden gewinnen, ich bin ganz sicher. So, und, sehr gut. Genau, und das, also ich sehe das, also Platz 7 halte ich durchaus für nicht völlig unerreichbar und ich sehe das auch wie ihr. Also ich denke, einer aus den ersten 6 wird den Pokal gewinnen und damit wäre das Conference League, ne? Genau. Ja. Was haben wir jetzt? Noch 9 Spiele, ne? Erstmal Leverkusen, dann kommt Dortmund zu uns, dann bei Union, dann haben wir Mainz zu Hause, das wird nochmal ein Knackerspiel werden in dem Zusammenhang. Dann bist du bei den Bauern in Gladbach. Kann dann man auch gewinnen aktuell? Zu Hause Bielefeld solltest du gewinnen, in Augsburg wahrscheinlich traditionell wieder nicht. Dann zu Hause gegen Wolfsburg und am letzten Spieltag bist du dann in Stuttgart, ne? Also, sagen wir mal so, also die nächsten 3 Spiele werden da schon sehr, sehr viel hergeben. Ne? Ich denke mal, wenn aus was, also Union holen wir ja klassischerweise nichts. Und ich sag mal, Leverkusen und Dortmund, da kann ich mir schon vorstellen, dass wir aus den beiden Spielen irgendwie 3 Punkte rausholen. Dass wir entweder gegen Leverkusen oder gegen Dortmund irgendwas gerissen bekommen. Ich meine, Dortmund sahen wir in der Hinrunde auch ganz gut aus und auch gegen Lev sind wir irgendwie nach einem 2-0 Rückstand noch wiedergekommen und haben einen Punkt geholt. Also da geht schon noch was, ne? Eher stärker. Leverkusen sich sogar eher stärker, aber also ich sag mal, der BVB ist ja in letzter Zeit immer mal für ein Kackspiel gut und warum soll das nicht mal ein Heimspiel, vielleicht Full House? Also kann ich mir schon vorstellen, dass man da was reißen kann. Ja. Also ich bin auch noch immer auf dem Standpunkt, das ist durchaus möglich. Und wie gesagt, das, was der Daniel gerade gesagt hat, wir haben natürlich die wunderbare Lage, dass wir uns jetzt, ich sage jetzt mal vorsichtig, entspannt zurücklegen können und sagen können, jo, alles klar, wahrscheinlich haben wir mit dem Abstieg jetzt erstmal nichts mehr zu tun. Und wenn wir da, ich sag mal, noch 3, 4 Punkte holen, dann ist das Thema auch dann final durch. Dann wirklich absolut, Und ich habe übrigens Wetten laufen, dass am Ende der Saison 36 Punkte reichen für den Klassenerhalt. Ja, mit deswegen mehreren Leuten. Also, das war ja schon das, was ich vorhin meinte, ne? Also eigentlich mit 36 Punkten, da muss schon echt die Hölle zufrieren, dass du damit dann tatsächlich noch in diesen ganzen Abstiegsfuß da unten reingerätst. Was glaubt ihr denn, wer steigt ab? Also ausgeführt? Ich glaube, ehrlicherweise, Hertha und Bielefeld. Also Bielefeld wird 17. und Hertha wird 16. Ich glaube, Hertha geht direkt runter und Bielefeld gewinnt die Relegation. Gegen Schalke. Ich glaube auch, dass Hertha direkt runtergehen wird. Ich glaube aber, dass Stuttgart in der Relegation landen wird. Die haben zwar jetzt diesen einen Breakout-Sieg da jetzt gehabt gegen Gladbach, aber das war auch schon echt
echt mau, was in den Spielen davor los war. Ne? Da haben sie ja gegen Bochum verloren, gegen Hoffenheim verloren, gegen Frankfurt verloren. Das waren schon so Spiele, puh, klar haben die sich jetzt wieder ein bisschen gefangen und du hast ja Kalajdzic da drin, der hat jetzt auch wieder mal gescored an dem Wochenende. Bei Hertha, ich bin mal gespannt, ob sie bei Hertha tatsächlich nochmal die Trainerkarte ziehen. Das ist, glaube ich, ein Thema. Ich meine, jetzt bei Schalke haben sie es ja gemacht, nachdem die da in der zweiten Liga zu Hause gegen Rostock verloren haben, haben sie Gramotzes rausgeschmissen und versuchen es darüber nochmal. Ich wüsste halt allein nicht, wen sie bei Hertha holen sollten. Ob jetzt irgendwie nochmal, keine Ahnung, Hüb Stevens nochmal sein Überraschungs-Comeback gibt oder ob sie doch nochmal Dardai zurückholen muss. Ich höre dich trapsen, Markus. Aber jetzt mal ganz, wo ihr gerade sagt, Schalke, na, da gucke ich ja mal seit langem wieder Zweitliga, ja, und guck das Schalke-Spiel und der Typ von Rostock läuft aufs Tor zu in der 95. Minute, passt in den 5-Meter-Raum und Sky schaltet das Spiel ab. Nein, ernsthaft? Ja, ja, die haben das abgeschaltet. Und ich konnte nicht so schnell umschalten, war das Spiel vorbei. Das ist doch eine, also, ich hatte so einen Hals, ehrlich. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, also die Sky liebt die zweite Bundesliga nicht wirklich. Das kann man nicht so sagen. Das weiß ich. Ich weiß dann auch nicht, auf welchem Kanal die weiterspielen. Ja, das ist eine Frechheit. Ich war kurz davor, so rentnermäßig eine E-Mail zu schreiben, habe ich gedacht, interessiert dich keinen. Naja. Wer heute zurück zum Spiel, wer mir total gut gefallen hat, mal wieder, Marco, das wird dich freuen, Kollege Schwäbe hat ein herausragendes Spiel gemacht. Mit Timo hätten wir 5 Buden kassiert. Naja, ja, ich finde auch, also ich muss auch ehrlich sagen, also ich finde Marvin Schwäbe allein das Spiel, also dem kannst du ja bedenkenlos den Ball in den Fuß spielen. Und auch nicht nur in den Fuß, sondern auch, ich sage jetzt mal vorsichtig, einen Meter weiter nach links oder einen Meter weiter nach rechts. Der weiß mit dem Ball am Fuß was anzufangen. Und ich finde, er wirkt halt tatsächlich sicherer als Timo Horn in seiner Zeit. Also ich, allein als Bebu da das erste Mal vor dem auftaucht und dann Bebu da angeschossen wird, aber allein, dass der Bebu so weit dran hindert, dass der nicht komplett an dem vorbeizieht und sofort abzieht, ist halt schon Qualität. Und dann hatte ja, glaube ich, ich weiß gar nicht, war das nicht auch Bebu? Das war Baumgartner, der dann so von rechts in der ersten Halbzeit nochmal abgezogen hat, wo Schwäbe dann auch nochmal den Ball wirklich festhält. Das ist schon tatsächlich sehr, sehr stark. Also, ja, und dann das Ding, was er in der 65. dagegen Kramaric pariert, das war schon richtig geil im 1 gegen 1. Ja. Da muss man schon sagen, wie er sich da breit macht und den Ball dann irgendwie abhält. Und Kramaric hatte sogar noch eine zweite Chance und spitzelt den dann vorbei. Beim Tor kann er nichts machen, kurze Entfernung. Und da ist das Kilian irgendwie nicht so richtig mit hochgestiegen. Aber die Flanke war auch einfach sehr, sehr gut. Das muss man mal ganz klar sagen. Das war halt wieder eine von diesen klassischen David-Raum-Flanken. Und Posch steht da halt einfach irgendwie ein Kopf Posch über Kilian in der Luft und trifft den so gut. Da machst du nichts. Also da hat Marvin wirklich ein echt gutes Spiel gemacht. Ansonsten ist mir noch mal wieder sehr, sehr gut aufgefallen. Sully mit seiner Zweikampfstärke, das war schon geil, wie der wieder ein paar Szenen dazwischen gehabt hat. Und wie robust der auch mittlerweile geworden ist. Ne? Das ist schon geil, wie der dann auch zum Teil den dann im defensiv dann dem Spieler dann auch mal einen richtig schönen Check mitgibt und wo du so siehst, wie die sich alle so ein bisschen wundern. Hä, der Junge ist doch einen halben Kopf kleiner als ich, aber wie der mich gerade zur Seite gedrängt hat, das ist schon, Sully ist schon echter Terrier geworden. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Das macht echt Spaß, den zu sehen. Und je häufiger ich ihn so sehe, umso weniger habe ich irgendwie Gänsehaut und Angst davor, wenn uns dann tatsächlich im Sommer Elis Skiri dann verlassen sollte, weil darauf läuft es ja wahrscheinlich so ein bisschen hin. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Interview mit Wolf mitbekommen habt. Da hat er ja auch irgendwie schon so angedeutet, dass man ja mal wieder wahrscheinlich im Sommer darauf angewiesen ist. Genau, ein Transfer plus in irgendeiner Form zu erzeugen. Und ja, Jannis Horn wird dieses Transfer Plus wahrscheinlich nicht sein. Das wird dann wahrscheinlich schon. Timo, ja, genau. Das wird eher die Ersparnis auf der
auf der Gehaltsseite dann irgendwo sein, die du dann da hast. Ne? Aber ja, muss man ja schon realistischerweise irgendwie von ausgehen, dass, dass Elie Skiri dann tatsächlich im Moment irgendwo unser Tafelsilber ist. Und dass, wenn da nichts ganz Außergewöhnliches passiert und die Leute haben ja auch, oder die Verantwortlichen in den anderen Clubs haben ja auch durchaus gesehen, wie er sich beim Afrika-Cup da präsentiert hat und was der für eine Laufleistung drauf hat. Und aber im Moment ist tatsächlich für mein Gefühl jetzt in den letzten 2-3 Spielen Sully da schon der wichtigere Spieler auf der 6 hinten und der wichtigere Mittelfeld gerade, auch in der Defensive. Klar, Elie Skiri fällt halt ganz häufig gar nicht so auf, ne, weil er halt einfach so viele Sachen zuläuft und Lücken zuläuft, was wahrscheinlich dann nur auffällt, wenn er nicht dabei ist, aber so vom reinen Output fand ich, war Sully heute einfach auch wieder stark. Absolut bärenstark, auch wenn man so live sieht, wenn man abseits der Spielszene guckt, ne? Also er ist auch die ganze Zeit da am Rödeln und am Unruhe verbreiten, das war schon stark. Also ich finde ihn auch extrem, also ich war immer sehr skeptisch, muss ich mir auch wirklich selber sagen, da hatte ich echt Unrecht, das ist wirklich absoluter Topspieler mittlerweile. Ja, sehe ich auch so. Also Sali Özcan tatsächlich in den letzten, also ist ja auch, glaube ich, Spieler des Monats vom FC zum Spieler des Monats vom FC gewählt worden im Februar. Mhm. Auch völlig zu Recht. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist schon wirklich richtig, richtig stark, was er da aktuell abliefert. Und diesen Check, den der Raik Vollmann das war, gegen Ilis Bebou, wo er von der Seite kommt und einfach nur seinen Körper reinstellt. Also tatsächlich auch Fair und Bebou einfach merkst, so, was kommt denn jetzt hier an? Mhm. Und sitzt da auf dem Boden, so eine kleine Dampfwalze, genau, und sich beschwert. Und auch witzigerweise, beide fliegen hin und Sully gedankenschnell rappelt sich auf, spielt den Ball im Sitzen weiter und Bebou beschwert sich. Also das ist tatsächlich auch was, das ist mir jetzt bei Sully häufiger aufgefallen, der hatte früher mal dieses schnelle Abschalten, dieses gedanklich schnelle Abschalten aus der Szene raus und weg. Und da, man merkt, da hat er scheinbar an sich gearbeitet, der bleibt fokussiert, der rappelt sich auf, spielt weiter, kämpft weiter und ist tatsächlich auf der Doppel-6 nicht wegzudiskutieren. Also ja, vor allen Dingen, was er auch abgestellt hat, er hat ja auch früher immer mal wieder gute Spiele dazwischen gehabt, aber da war dann in jedem Spiel irgendwie ein ganz fetter Bock dabei, ne? Ein so ein blöder Querpass vor der Verteidigung, wo dann einer dazwischen gerauscht ist, ja, genau. Eins der Beispiele irgendwie dazwischen. Und das hat er nach meinem Gefühl quasi komplett abgestellt in dieser Saison, dass er diese Dinger nicht mehr mit drin hat und da einfach eine bessere Übersicht hat und sich auch durchaus häufiger ja mal ins Offensivspiel einschaltet. Ne? Da hat er ja dann auch im letzten Spiel, meine ich, auch so einen Durchbruch gehabt, wo er dann auch nur kurz vor der Strafraumgrenze dann mit dem Foul gestoppt werden konnte, wo dann dieser Freischuss für Kainz rausgekommen ist. Das ist schon gut. Das ist schon wirklich, wirklich gut. Und ich finde es halt auch geil, weil er einfach also der FC hat ja eh den Vorteil, auch wenn jetzt ein Baumgart nicht so stark und nicht ganz so stark auf die Jugend setzt wie vielleicht der ein oder andere Trainer davor. Aber Sully ist da ein echtes Role Model, auch gerade für die Jüngeren in den U-Mannschaften zu sehen. Guck mal, der hat sich da durchgesetzt und der spielt jetzt auch regelmäßig da oben drin. Ne? Und ist wirklich eine feste Größe in der Mannschaft. Einfach nochmal dieses Symbol für die Durchlässigkeit der Jugend. Finde ich total super, dass das funktioniert hat. Ja, ist tatsächlich, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Apropos Jugend. Werner Wolf hat ja unter der Woche dem Geist-Blog schöne Grüße, ihr werdet uns zwar nicht hören, aber trotzdem schöne Grüße, ein Interview gegeben, wo er auf der einen Seite über den Abschied von Alex Werle spricht, denn das war ja heute Alex Werles letztes Spiel für den, also als Verantwortlicher für den FC. Er wird ja zum 12. oder 13. Genau, am 12. Dritten. Will er das Amt niederlegen und wird irgendwie am 10.3. verabschiedet oder so, ja. Genau. Tritt noch einmal bei der DFB, bei irgendeinem DFB-Zusammenkunft für den FC auf und wechselte dann zu Stuttgart. Und in dem Interview hat auch Werner Wolf etwas zum Ausbau des Geißbockheims gesagt, nämlich, dass man mittlerweile bereit wäre, die Gläulerwiese zu streichen. Also die Trainingsplätze dort zu streichen, wenn das Leistungssportzentrum neben dem Franz-Krämer-Stadion entstehen könnte.
und ja, man dann pendeln muss, also die Jugendmannschaften müssten dann pendeln, ist das etwas, was wir uns, was der FC sich erkaufen muss, oder ist das tatsächlich ein fauler Kompromiss? Also vielleicht, Daniel, da bist du ja noch ein bisschen enger im Kontext drin, da du ja vor Ort bist. Mein Gefühl ist in dem Zusammenhang, es muss jetzt endlich was passieren und es muss endlich weitergehen und wir können uns diesen Stillstand einfach nicht länger erlauben. Und wenn das dann halt ein Kompromiss ist, der zumindest dazu führt, dass du die Bedingungen, die ja auch Baumgart irgendwie eher so als schlechter als in Paderborn irgendwie bezeichnet hat, dort in den ganzen Anlagen drumherum, wenn du da jetzt irgendwie eine Chance hast, dort einen Kompromiss hinzubekommen und endlich mal wieder ein bisschen Fahrt in die Geschichte reinzubekommen, dann ist das halt so, ne? Ich meine, der Verein hat sicherlich eine andere Idealvorstellung, aber so ist das nun mal, wenn du mit der Politik dealen musst. Du musst halt irgendwie Kompromisse eingehen. Gehört halt einfach dazu. Und dass da bei den ganzen unterschiedlichen Interessen, die da sind, am Ende des Tages irgendwo ein Ausgleich zwischen diesen Interessen kommen muss, dass aber klar ist, dass was passieren muss, ist, glaube ich, ja, ist dann halt so. Ja, man darf halt nicht vergessen, also das ist natürlich Köln, das heißt, die Kölner Lokalpolitik ist da ja wenig verlässlich offensichtlich. Und es ist auch so, dass das natürlich hier, ich wohne ja in Sülz und daneben liegt Lindenthal und das sind jetzt zwei Stadtteile, wo, sage ich mal, wie soll ich jetzt vorsichtig ausdrücken, also man ist der Sache, steht man, glaube ich, eher skeptisch gegenüber. Das ist jetzt nicht das typische Fußballpublikum und da ist der Widerstand doch leider sehr groß, ne? Und also ich sehe oft Leute mit irgendwelchen Schildern auf dem Rücken da rumlaufen und so und kein Ausbau. Das heißt, ist ziemlich viel Geld vorhanden in den Stadtvierteln und dementsprechend groß wird in der Lokalpolitik der Einfluss sein. Ne? Mhm. Und da haben sich natürlich dann schon einige von diesen Bürgerwehren, wollte ich schon sagen, von diesen Bürgervereinigungen halt aufgestellt und haben richtig Palaver gemacht. Und das Ergebnis sieht man jetzt, geht halt gar nichts mehr. Und ich fände es auch einfach wichtig, dass jetzt mal was passiert, also dass mal irgendwas gemacht wird, dann soll es erstmal, vielleicht gibt es als Kompromiss erstmal diese Lösung und dann kann man weitersehen. Aber also nach Maßdorf auf die Wiese zu ziehen oder gar nichts zu machen, ist ja beides keine Option, finde ich. Ja, eben drum, ne? Also es geht meines Erachtens nach einfach darum, ein bisschen Bewegung reinzubekommen. Und wenn sich dann erstmal Kräne drehen, dann kann man ja die Situation vielleicht nochmal irgendwie in eine andere Richtung lenken, aber wenn sich erstmal was bewegt zumindest, ist es auf jeden Fall erstmal besser, als wenn Stillstand weiter herrscht. Und das ist, wenn du dir die ganze Zeit irgendwie nur die Köpfe heiß redest und am Ende des Tages gar nichts passiert. Ja, sehe ich auch so. Also ich glaube auch tatsächlich, der FC muss, der darf sich jetzt, also ich glaube, der FC ist, oder ich sag mal, der FC wäre gut beraten, eben genau auf diese Lösung zu spielen, weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Politik und alle dort vertretenen Parteien und Bündnisse und Bürger, hätte ich auch schon Bürgerwehr gesagt, Bürgergemeinschaften, dass die ihre Ausrichtung einmal komplett ändern, ist glaube ich utopisch. Ja. Und ich glaube, der FC muss jetzt wahrscheinlich das Bestmögliche da rausholen. Und wenn es dann so ist, dass die Jugendmannschaft pendeln müssten, wobei da Werner Wolf auch sagt, das wäre sogar tatsächlich strukturell machbar, ja, dann ist das halt so. Also ich meine, ich glaube einfach, der FC muss jetzt gucken, dass er sich für die nächsten Jahre richtig aufstellt, personell wie auch infrastrukturell. Und wenn das halt die Möglichkeit ist, die wir da in Betracht ziehen müssen, ja, dann ist es halt so. Also ja, vor allen Dingen darf man ja auch nicht vergessen, da hängt ja auch noch Bauzeit dran. Ne? Das ist ja jetzt nicht so, dass wenn die Entscheidung fällt, dass du dann einen Fingerschnips hast und am nächsten Tag steht das ganze Zeug da. Das muss ja auch erstmal alles noch gebaut werden. Das muss ja auch finanziert werden. Das muss ja auch gerade in dieser derzeitigen Phase finanziert werden, wo du irgendwie laut dem, was Wolf da in dem Interview erzählt hast, irgendwie in der Corona-Zeit 85 Millionen Euro Einnahmeschwund irgendwie dabei gehabt hast. Das ist ja auch nochmal alles in die Parade reingefahren. Ne? Das hat ja dann sicherlich auch die Finanzierungsstruktur nochmal komplett verändert. Hat in dem ganzen Zusammenhang. Deswegen,
dann lieber irgendwie den Spatz in der Hand, als da versuchen, irgendwie die Riesenlösung hinzubekommen oder dass du zumindest irgendwas hinbekommst und zumindest ein paar Schritte nach vorne gehst, bevor du da komplett abgehangen wirst. Ja. Das ist aber zum Thema Jugend gibt es noch eine höhere Frage. Hörer Daniel Gehmann fragt, ja, warum zum Teufel wird Tim Lamperle immer erst in der 89. Minute oder gar nicht eingewechselt, währenddessen unser All-Time-Favorite Andersen wieder über den Platz schleichen darf? Ja. Was hat berechtigte das Frage. Da kann ich dem Hörer Daniel Gehmann nur sagen, ja, ich kann es auch nicht verstehen. Also, ich dachte, du sagst jetzt, da musst du den Trainer fragen. Musst du den Trainer fragen. Ja, klar. Also das könnte ich natürlich jetzt sagen, aber ich also das Einzige ist, ich glaube, naja, also wenn ich jetzt sage, Lemperl ist kein Kopfballmonster, dann hat er mich im letzten Spiel auch Lügen gestraft, wo er da das Kopfballtor gemacht hat. Also hätte heute um Haaresbreite auch eins gemacht. Ja. Hast du irgendwie an die Schulter geprallt oder was da, ne? Hm, ja. Also ich verstehe es auch nicht so ganz. Der Mann ist schnell, der Mann ist motiviert, der hat ein Tor gemacht oder zwei Tore schon. Und ja, dass er jetzt nicht von Anfang an spielt, okay. Aber in so einem Spiel mal was, das ist auch mal was Neues zu versuchen. Da sind wir wieder bei dem, sind wir ausrechenbar, ne? Einfach den mal reinzuwerfen. Er kann den Andersen immer noch bringen, aber den Andersen in der 80. zu bringen und den dann in der 88. hätte man auch andersrum machen können, finde ich. Aber. Vielleicht ist das aber auch noch so ein bisschen diese Spekulation, dass man bei Andersen auch davon ausgeht, dass er eher wechselwillig ist, dass man versuchen will, ihn irgendwie ein bisschen in die Spur zu bringen, damit du, wenn du ihn dann im Sommer vielleicht irgendwo anders hin verschacherst, verkaufst, dass du dann versuchst, noch ein bisschen Geld irgendwie rauszuholen von diesen, was waren das, 6,5 Millionen oder was, die wir in ihn investiert haben. Ja. Könnte ich mir auch vorstellen. Und ich meine, Andersen agiert zwar im Moment relativ glücklos und wird aber trotzdem von Baumgart auch immer wieder gelobt, auch für seine Arbeit irgendwo. Hat man ja beim Frankfurt-Spiel dann auch gesehen. Klar, Modest macht die Tore und das ist das, was zählt als Stürmer. Auf der anderen Seite, ohne Andersen wären wir wahrscheinlich nicht mehr in der Liga, wenn du dich mal an das Rückspiel gegen Kiel erinnerst. Klar, das ist für 6,5 Millionen jetzt nicht so ganz viel, was da irgendwie rumgekommen ist, aber es war dann schon an einer entscheidenden Stelle irgendwo. Und ich, also was mir will es irgendwie noch nicht so richtig in den Kopf, dass wir bei der Spielweise, die wir haben, mit der Flankenlastigkeit, die wir haben, dass wir es einfach nicht auf, also dass entweder Andersen es nicht auf die Reihe bekommt, diese Vielzahl an Flanken auszunutzen. Ich meine, heute hat er in den 10 Minuten, wo er drin war, auch wieder 2 Kopfballchancen gehabt. Aber irgendwas hakt da bei ihm. Ich weiß nicht, ob die also, Laufwege da immer noch nicht stimmen oder ob die Abstimmung immer noch nicht stimmt oder ob die sich alle beim Flanken so auf Modest eingeschossen haben, dass sie immer versuchen, ihm den Ball zu servieren. Eigentlich passt er doch vom Typ her und von der Körpergröße, von der Kopfballstärke total super rein. So richtig läutet es mir nicht ein, warum der bei uns nicht funktioniert. Also Relegation hin oder her. Ich finde, eine Dreiviertelsaison so über den Platz zu huschen, ne? Die Körpersprache heute wieder, ja, er hat, ne, die letzten 2 Spiele waren jetzt ein bisschen besser, aber von wo kommen wir auch, ne? Und ich erinnere mich an diese Szene mit dem Sprintduell, wann war das, gegen Frankfurt oder so, oder noch eins, wo er da irgendwie in 10 Metern, mit 10 Meter Vorsprung und dann noch eingeholt wurde vom Verteidiger und so. Also ich finde die Körpersprache und alles, da tut er sich echt keinen Gefallen. Und wenn man den wirklich irgendwie am Ende des Jahres oder der Saison verkaufen will, dann tut man sich noch weniger einen Gefallen, den dauernd spielen zu lassen, weil ich meine, man kann es natürlich andersrum sehen. Jeder sieht auch, wo das Problem liegt. Ne? Ja, aber auf der anderen Seite, wenn er gar nicht spielt, ist natürlich auch wieder so eine Thematik. Ne? Damit steigerst du seinen Wert mit Sicherheit auch nicht. Aber gut, sei es drum. Also ich glaube auch nicht, dass ein Baumgart so taktiert und sagt, naja, wir wollen ihn verkaufen und wir wollen irgendwie Geld erhalten. Nee, der setzt die Leute ein, von denen er am meisten überzeugt ist und wo er die besten Trainingsleistungen sieht. Alles andere würde meines Erachtens nach dieser ganzen Attitüde, die Baumgart so ausstrahlt, total widersprechen. Und er hat da ja auch keine Schmerzen damit, irgendwen auf die Bank zu setzen. Ne? Es ist halt so ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, ob euch das auch so vorkommt, aber vielleicht lag es auch ein bisschen daran, dass das immer dieser Go-To-Move von Gistol damals war, immer im Zweifel, wenn mir das Wasser bis zum Hals steht, dann werfe ich mal die Jugend wieder rein, dass das nicht so richtig Baumgarts Methode ist. Ne? Lemperle bekommt halt relativ wenig Chancen tatsächlich,
Ostrak ja auch nur ganz vereinzelt mal, ist offensichtlich nicht so ganz sein Thema. Ne? Auf der anderen Seite hat er natürlich mit Sully und auch mit Thielmann da ja zwei Junge, die ja schon etablierter sind irgendwo, und die setzt er ja regelmäßig ein. Also man kann ihm ja jetzt auch nicht vorwerfen, dass er jetzt die Jugend total aus dem Auge verliert irgendwo, aber irgendwie ist es gefühlt ein bisschen weniger als bei den Trainern davor. Ne? Aber Lämperle, nochmal, der als Stürmer, der hat ja schon zwei Buden gemacht diese Saison. Und das irgendwie, was hat letztes Mal in 200 Minuten ja gespielt hat oder weniger, 100 Minuten. Also, ja, ich verstehe es nicht. Ja, ich verstehe es auch nicht. Also, ich glaube, Thomas Ostrak werden wir wahrscheinlich nicht mehr ganz oft beim FC jetzt sehen. Der hat ja seinen Wechsel, also der hat ja seinen Vertrag, wollte seinen Vertrag beim FC nicht verlängern und wechselt jetzt, oh Wunder, in die USA. Also, ach, guck. Okay. Ja, zu. Müsste jetzt nachgucken, also zu irgendeinem irgendwo neuen Konstrukt. Aber schon in die MLS oder was? Also schon in die ja, in die MLS, genau, zu einem dort neuen Team. Also Thomas Ostrak ist halt so ein Spieler. Der tut mir jetzt nicht weh, wenn wir ihn behalten, aber das ist jetzt auch keiner, wo ich sage, boah, richtig cool, den müssen wir unbedingt halten. Also das, ja, da hat es mir ein bisschen gefehlt, ehrlicherweise. Habt ihr mitbekommen, wer jetzt bei der U21 auf einmal wieder aufgeschlagen ist und tatsächlich auch nach ewiger Verletzungspause mal wieder gespielt hat? Niklas Hauptmann. Ja, genau, Niklas Hauptmann. Ja. Übrigens, ganz kurz, Ostrak wechselt nach St. Louis City. St. Louis City, alles klar. Na dann. Na, herzlichen Glückwunsch. Viel Spaß. Ja, also ich wünsche ihm alles Gute. Ich meine, der sieht da vielleicht eine Chance, die er bei uns nicht sieht. Das finde ich auch völlig legitim, dann zu sagen, ich versuche hier nochmal einen Wechsel zu machen. Also, glaube halt, dass man von aus Seiten des FC ihn jetzt wahrscheinlich nicht mehr, also da wird man wahrscheinlich tendenziell eher einem Lämperle die Spielpraxis geben. Was bei der Causa Lämperle, was mich daran so irritiert hat, es ist nicht mal, dass das nur ein Jugendstürmer ist, sondern ich meine, wir haben halt zwei Stürmer. Der eine ist halt irgendwie im Kopf nicht bei der Sache und irgendwie, da hakt es, also Andersen, und Modest hat 34 und wir hängen halt von dem ab. Und ich verstehe halt nicht, dass man sozusagen einem potenziellen Nachfolger, ist jetzt zu viel gesagt, aber einer potenziellen Alternative, ich meine, der Toni lag heute auch in der, keine Ahnung, 85. vom Tor und musste vom Schiedsrichter den Krampf rausgedrückt kriegen, ja. So, das heißt, es kann auch mal sein, der tut sich weh oder so. Und dann, wieso baut man so Leute nicht auf? Ja, keiner möchte auch nur einen Gedanken daran hegen, was ist, wenn sich Toni mal verletzt jetzt irgendwo in den letzten 8-9 Spielen irgendwo, ne? Da hat ja auch keiner so richtig Bock drauf, ja. Ich glaube tatsächlich, dass wir wahrscheinlich einfach relativ viel, was im Trainingsbetrieb gut läuft, wo wahrscheinlich Andersen da einfach gut funktioniert, dass wir das einfach als diejenigen, die nahezu ausschließlich ja die Spiele sehen, vielleicht auch einfach nicht mitbekommen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das im Training vielleicht alles ganz gut funktioniert und dass dann vielleicht doch irgendwo im Spiel diese Blockade im Kopf dann da ist oder Andersen da einfach das nicht auf den Platz raufbekommt, weil ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass wenn Lämperle im Training deutlich besser performen würde, als es ein Andersen tut, dass Baumgart sagt, nö, ich lass trotzdem den Andersen spielen. Also das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich habe irgendwie so die ganze Attitüde, die Baumgart dort ausstrahlt, ist meines Erachtens nach total auf Leistungshaltung runtergebrochen. Ich meine, man muss sich mal vor Augen führen, dass er nach 10 Jahren Timo Horn als Torwart abgesägt hat und Marvin Schweber eingesetzt hat. Also, dass der da keine Erbhöfe irgendwo bestehen lässt, das ist, glaube ich, hat er damit, glaube ich, relativ klar gemacht. Und ich kann mir halt nicht vorstellen, dass er da im Sturm noch anders reagiert. Also, ich kann mir nur vorstellen, dass das in irgendeiner Form aus der Trainingsleistung herauskommt und dass er da einfach jedes Mal hofft. Ich sitze ja auch jedes Wochenende so da vor dem Spiel und denke mir so jetzt Breakout-Spiel Andersen, der macht jetzt einen Doppelpack oder so. Ne? Und es passiert halt einfach nicht. Das ist schon, ich schon irgendwie ein bisschen frustriert, dazu zu schauen. Das stimmt schon. Klar. Ja, es ist, ich finde es einfach auch schade für Sebastian Andersen, weil ich, genau das denke ich nämlich auch, weil eigentlich von der spielerischen Ausrichtung
passt das eigentlich 100%. Mhm. Flanke in den Strafraum, Kopfball rein. Ja, er ist jetzt nicht der stärkste Anläufer, ne? Also da sind schon ein paar andere Spieler irgendwie da stärker. Das ist jetzt nicht unbedingt sein großes Plus, aber eigentlich ja, genau. Bei dem flankenlastigen Spiel ist doch so ein kopfballstarker Spieler da in der Mitte genau das Richtige. Ja. Steckst du nicht drin. Ich habe passend zum Thema neuer Stürmer kommt die Frage nach Stefan Tigges von Dortmund. Mhm. Ja, wollten wir ja haben, ne? Schon war vom in der Winterpause nicht. Nee, schon vor der Saison waren wir, glaube ich, an ihm dran, ne? Oder war das in der Winterpause? Ich glaube, vor der Saison. Vor der Saison, ja. Ich glaube, in dem sehen die Dortmunder auch relativ viel. Und gerade jetzt dann auch mit dem gegebenenfalls drohenden Abgang von Haaland müssen die ja auch gucken, wie die sich da im Sturm aufstellen und dass sie da noch jemanden haben. Und ich meine, der hat ja auch schon, was hat er schon, 2 oder 3 Tore jetzt für Dortmund gemacht in der Zeit? Ich glaube, den kriegen wir einfach nicht. Also maximal vielleicht für eine Laie oder sowas, wenn die jetzt bei Dortmund irgendwie nach der Saison ihren kompletten Sturm nochmal umkrempeln müssen und da irgendwie 2 Knaller holen sollten, was weiß ich, einen Schick und noch irgendeinen dazu, dann kann ich mir das vielleicht vorstellen. Ansonsten bekommt der Tigges ja selbst in dem Star-Ensemble dort, was Dortmund hat, bekommt er ja trotzdem seine Einsätze. Das spricht ja dafür, dass die offensichtlich auf den setzen. Warum sollten sie ihn dann nach Köln abgeben? Ja. Sehe ich einfach nicht vom Szenario. Sehe ich. Also ja, ist tatsächlich auch was ich glaube, was auch definitiv der Fall sein wird. Also ich glaube auch nicht, dass wir dann eine realistische Chance haben, aktuell den zu bekommen. Aber grundsätzlich wäre das einer, den ich sehe. Ich habe das ja schon mal in der letzten Podcast-Folge gesagt. Ich hätte gerne einen Stürmer, deutsch, idealerweise 25 oder so und mit enorm viel Qualität und vielleicht ein anderer Spieler als Modest. Aber und dann hat der Wecker den halt Simbis aufgewacht, ja. Ja, aber ich sehe einfach nicht, wie, weil auch da ist halt, kommt wieder dieses Thema, das Geld. Ich glaube halt, dass dann diese Spieler wahrscheinlich eher zu Vereinen wie Eintracht Frankfurt, Augsburg, Freiburg oder sonst wo hingehen, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr zu holen ist. Der Tigges ist jetzt 23. Ja. Nochmal geguckt, ja. Ja. Also ich glaube auch, dass er nicht unsere Kragenweite ist und man darf nicht vergessen, so gut die Saison auch läuft, wir kommen aus der Relegation und natürlich hat man auch einen gewissen Ruf wahrscheinlich und wenn dann mehrere Interessenten da sind, ist es wahrscheinlich so, dass man in Freiburg oder was weiß ich, wahrscheinlich dann doch sagt, okay, das ist konstanter als vielleicht im Augenblick in Köln, ne? Ich unterschreibe den Vertrag, wenn sie in der ersten sind und finde mich dann auf einmal in der zweiten wieder oder sowas, ne? Ja, das ist wahrscheinlich so ein Gedanke. Dafür ist es aber dann tatsächlich wieder von Vorteil, was du vorhin schon meintest, Marco, dass wir tatsächlich mit der Punktzahl an dem Spieltag sehr, 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 sehr verlässlich mit der ersten Liga in den nächsten Jahr planen können. Und das ist, glaube ich, schon echt ein Faustpfand, was du jetzt hast. Da sind einige andere Mannschaften wie Bielefeld, wie Augsburg, wie Stuttgart, wie Hertha und gegebenenfalls auch noch unsere ostholländischen Freunde dort noch bei weitem nicht so weit, dass die so sicher mit der ersten Liga planen können. Das kann man tatsächlich ausnutzen im Moment. Das ist schon echt ein Faustpfand. Ja, das wird tatsächlich spannend sein. Und ich glaube halt einfach, dass dadurch, dass du jetzt schon mit den Spielern in die Verhandlungen, also es finden ja Verhandlungen statt, weil sonst hätte Benno Spitz ja seinen Vertrag nicht verlängert. Klar. Und du hast jetzt die Möglichkeit, dort auszuloten, welcher Spieler ist bereit, diesen Weg beim FC mitzugehen. Und wenn du dann halt mitbekommst, okay, alles klar, der will nicht, dann musst du dir halt dann adäquaten Ersatz suchen, weil ich kann das verstehen. Also wenn jetzt mein Chef morgen zu mir ankommt und sagt, pass auf, du verdienst jetzt nur noch ein 2/3 deines bisherigen Gehaltes bei gleicher Leistung. Glaube, dann würde ich vielleicht zumindest Stepstone oder sonstige Portale einmal anwerfen, um zu gucken, was grundsätzlich auf dem Markt ist. Mhm. Auf der anderen Seite, dass Schmitz das jetzt gemacht hat, zeugt ja zum einen von einer entsprechenden Loyalität und Wertschätzung gegenüber dem Verein, dass sie auch in der Phase, wo es für ihn nicht so gut gelaufen ist, da durchaus
an ihm festgehalten haben, dass er auch gesehen hat, dass er sich unter diesem Trainer offensichtlich sehr, sehr stark weiterentwickelt hat. Ich meine, sorry, also denkt euch nochmal zurück von vor der Saison, ne? Und denkt mal über Benno Schmitz nach. Da hätte, also ich habe mich richtig gefreut, als ich gelesen habe, dass er jetzt den Vertrag bis 2024 verlängert hat. Hättest du mir das vor der Saison erzählt, gesagt, ey, den bringe ich persönlich mit der Schubkarre irgendwo hin, wo er spielen kann. Ne? Das ist schon so ein Ding, dass du so einen Wechsel hast. Und ich bin mal gespannt. Ich kann mir gut vorstellen, dass das ein gutes Signal in die Mannschaft reingeben könnte und dass auch ein Florian Kainz dann vielleicht auch eher, wenn man mit ihm verlängern will, durchaus bereit ist, weil der hat das Signal jetzt gesehen. Der hat gesehen, dass ein anderer Leistungsträger im Team für ein geringeres Gehalt verlängert hat, dass es auch ein Stück weit darauf ankommt, was für eine Perspektive habe ich da? Wie sehr setzt ein Trainer auf mich? Wie entwickelt der mich weiter? Wie passe ich in dieses Mannschaftsgefüge rein? Das ist schon nicht so verkehrt. Und muss ja halt auch schon mal überlegen, Kainz ist jetzt auch vor nicht allzu langer Zeit Vater geworden, meine ich, ne? Ob du da dann auch Bock hast, irgendwie alle zwei Jahre an den nächsten Ort zu ziehen, spielt sicherlich auch noch mal eine Rolle in der Überlegung, ne? Aber dagegen spricht, dass die Jungs natürlich wirklich da nur bis vielleicht 30, 32 arbeiten können in ihrem Job und dann ist es erstmal vorbei, ne? Und dann musst du halt das Maximum rausholen. Das kann ich schon verstehen. Also wird ja mal geschimpft, aber also ich würde es genauso machen, ne? Da, wo es das meiste Geld gibt, weil wer weiß, wie lange du spielen kannst, gerade Kainz, war ja erst vor kurzem schwer verletzt. Also ich kann das schon verstehen. Andererseits, jetzt nochmal, ich habe mich auch, hätte ich auch nie gedacht, mich gefreut, dass Benno Schmitz verlängert hat, ja. Man muss natürlich auch sagen, realistisch gesehen, neben, ja, der Verein war loyal zu mir, es ist ja nicht nur der FC, der Geldprobleme hat durch Corona. Es sind ja viele Vereine, die nicht viel Geld haben. Das heißt, vielleicht gibt es auch einfach keinen Markt dafür. Also vielleicht ist, du weißt, du bist hier Stammspieler, ja, du kannst dich ins Schaufenster stellen und jetzt gehst du zu irgendeinem anderen Verein, verdienst aber auch weniger und bist dann auf einmal nur auf der Ersatzbank. Also vielleicht gibt es für die Spieler auch einfach keinen Markt im Augenblick. Liebe Grüße an Nico Schulz. Fällt mir da in den Zusammenhang ein. Wenn du mir vor der Saison erzählt hättest, dass ich mir ein Trikot mit einem Schmitz-Flock hinten drauf kaufe, da ist schon einiges passiert tatsächlich in dieser Saison mit ihm. Ja, also ich bin auch mal gespannt. Da wären noch ein paar spannende Vertragsverhandlungen jetzt auf die Vertreter vom FC zukommen. Da ist noch ein bisschen was los. Ja, aber wie gesagt, du hast die Zeit, diese Verhandlung jetzt zu führen und dann gegebenenfalls, wenn der Spieler noch nicht, also ich meine, es ist ja jetzt auch nicht so, dass der Spieler sofort sagt, nee, auf gar keinen Fall, sondern vielleicht Bedenkzeit, sich erbittet oder was auch immer. In der Zeit kannst du ja natürlich auch schon, also machen wir uns da nichts vor. Der FC ist ja nicht so blauäugig und sagt, ach wunderbar, wir haben jetzt hier, ich sage jetzt mal, ich glaube 6 oder 7 auslaufende Verträge. Die werden aber alle zu geringeren Konditionen weiterspielen. Nee, also ich glaube, dem FC ist das sehr wohl bewusst, dass es eben sein kann, dass da Spieler drunter sind, die sagen, nö, da spreche ich mal mit meinem Berater und dann vielleicht Wechsel forcieren. Und nochmal, da bin ich beim Daniel, ich kann das nachvollziehen. Ich kann das aus beiden Richtungen nachvollziehen. Der FC sagt, wir müssen jetzt hier gucken, dass wir unsere Gehälter, unsere Gehaltsstruktur ein bisschen anpassen, denn der neuen Lage. Genauso gut wie Spieler verstehen kann, die sagen, warum in Herrgotts Namen soll ich tatsächlich weniger Geld verdienen, wenn ich irgendwo anders haben kann. Ja, und so eine Feel-Good-Story, wie es in Jonas Hector halt einfach beim Verein ist, das ist halt genau deswegen eine Feel-Good-Story und genau deswegen was, wo alle, die es mit dem FC halten, wahrscheinlich ein warmes Herz bekommen, weil es halt einfach nicht mehr selbstverständlich ist und nicht alltäglich ist, dass Spieler 12, 13 Jahre bei einem demselben Verein sind und selbst in die zweite Liga mit runtergehen, obwohl sie deutlich andere Chancen hätten, woanders mehr Geld zu verdienen und sich einfach deswegen für den Verein entscheiden, weil sie sich halt für diesen Verein entschieden haben und weil sie diesen Weg mitgehen wollen und weil sie Dinge auch wieder reparieren wollen, die dann irgendwie schief gehen. Das ist schon was Besonderes und das kann man tatsächlich auch so nicht erwarten. Da braucht es sicherlich auch einen gewissen Charakterzug für und ja, einfach auch ein bisschen Glück an vielen Punkten dann auch. Ne? Wenn du sonst schon irgendwo gutes Geld verdienst und dir vielleicht nicht der allerletzte Euro nachher der allerwichtigste ist. Auf der anderen Seite, wie du es ja schon gesagt hast, die Jungs haben, wenn es gut läuft, 10 bis 12 Jahre. Vielleicht
vielleicht, wenn es richtig, richtig gut läuft, 15 Jahre, in denen sie effektiv Geld verdienen können. Und in der Phase musst du halt gucken, wie du irgendwie auch dein Schäfchen ins Trockene bekommst, damit du danach dann nicht irgendwie mit runtergelassenen Hosen dastehst. Ja. Kann ich schon nachvollziehen. Nachvollziehen. Wir werden da sicherlich noch ein bisschen Veränderungen erleben, gerade in der Sommerpause. Ja, die Frage ist ja auch, mit welchen Spielern möchte der FC überhaupt verlängern? Mhm. Also es kann ja auch sein, dass der FC sagt, so hier, Florian Kainz, dein Vertrag läuft aus. Wir haben hier jemanden an der Hand, der vielleicht sogar noch besser dazu passt, was möglich ist. Also ich glaube, das wird tatsächlich sehr, sehr spannend sein, weil du hast tatsächlich Spieler wie ein Louis Schaub. Ich weiß nicht, ob Louis Schaub aktuell der Spieler ist, den der FC fürs nächste Jahr braucht. Oder ob man nicht, da, weil auch der wird sicherlich jetzt nicht so das allerschlechteste Gehalt bei uns irgendwie bekommen. Mhm. Und wenn du dann sagen kannst, alles klar, wunderbar, wir nehmen das Gehalt und stecken das in wen auch immer. Dann ja, zumal ja auch jetzt die, man hat ja auch jetzt im Winter, ne, wo Tichers gegangen ist und so, da ne, und Hübers gekommen ist und so, da waren ja alle, also ist ja eigentlich nicht schlechter geworden, im Gegenteil. Im Nachhinein sind das alles Spieler, auch Kilian, die weniger verdienen, die jünger sind und eigentlich mindestens genauso gut funktionieren, wenn nicht sogar besser. So, und ja, das gibt ja immer schon ein bisschen Hoffnung, ne? Paradebeispiel Marvin Schwebe, ne? Wenn du da mal die Gehaltsstruktur mit Timo Horn vergleichst, dann kann man schon sagen, leichtes Missverhältnis zwischen Leistung und entsprechender Bezahlung, wenn du das auf, übereinander legst, ja? So ist es nun mal, ne? Zeiten verändern sich da auch einfach mal und so ein bisschen Reinigung irgendwie im Kader und ein bisschen feucht durchwischen ist ja vielleicht auch nicht so verkehrt. Und sieht man ja, ich meine, wenn du überlegst, dass sich aus alle Spiele in der Hinrunde gestartet ist und jetzt ist es völlig wurscht, ob er jetzt da ist, weil jetzt auf einmal Hübers und Kilian das Ganze da im Griff haben und mit einem Chabot hast du noch einen dahinter zu stehen, der das auch einfach mal ins kalte Wasser geworfen hinbekommt und von MB und den Jungs, die wir da irgendwie noch in den U-Mannschaften haben, gar nicht zu reden, ne? Die sind ja dann auch noch irgendwo da. Also ja, mir ist da auch nicht bange, ehrlicherweise, weil ich glaube auch tatsächlich, dass der FC kann ja, das ist uns ja allen klar, in der finanziellen Situation mit Sicherheit nicht dadurch punkten, dass er die meisten oder die größten Gehälter oder überhaupt irgendeine Ablösesumme bezahlt, sondern du musst halt die Spieler davon überzeugen, dass sie hier Teil eines Projektes sein können, wo es nach vorne geht, wo was passiert, wo auf sie gesetzt wird. Und das hast du halt einfach mit der sportlichen Leitung und mit einem Trainer wie Baumgart und mit den Erfolgen, die du jetzt da aufzeigen kannst, wenn du das mal zur letzten Saison vergleichst, weil es ist ja gesagt, wir müssen gucken, wo wir herkommen. Und wenn du so einen Weg aufzeigen kannst, dann ist das natürlich reizvoll. Also das ist natürlich besser, als wenn du da irgendwie, klar, kannst du dann auch sagen, okay, ich verdiene 30% mehr und sitze dann bei, was weiß ich, bei Dortmund als 23. Auffüllspieler im Kader dann irgendwo hinten auf der Bank. Ist auch immer eine Frage, was du selber für eine Ambition hast und wo du dich auch selber verortest irgendwo. Und eigentlich sollte man ja glauben, dass die Leute auch Bock drauf haben zu spielen und nicht nur Bock drauf haben, irgendwo ihren Gehaltscheck jeden Monat abzuholen. Ja, ich glaube tatsächlich, das wird eine Transferphase, die sicherlich sehr, sehr, sehr spannend wird, vor allem, weil man ja auch noch nicht weiß, was passiert mit Luca Kilian. Mhm. Der ist jetzt erstmal nur bis zum Ende dieser Saison ausgeliehen. Was für die Kaufoption? 1,5 Millionen, habe ich das richtig in Erinnerung? 2,5 mal gelesen zu haben. 2,5 sogar. Ah, 2,5. Ja, 2,5, ja. Puh. Na gut, okay. Auf der anderen Seite, wo kriegst du jetzt für 2,5 Millionen Euro so einen funktionierenden Innenverteidiger her, ne, der dann auch so direkt dann drin ist? Also da muss man wahrscheinlich, es ist wie immer, ne? Erinnert euch an die Vorbereitung zur Saison, wo die ganze Zeit der Cordoba-Wechsel da in der Luft hing und bis dahin nichts passiert ist und dann fällt halt ein Steinchen um und dann bewegt sich's halt erst richtig, ne? Und wahrscheinlich wird dieses Steinchen dieses Jahr im Sommer wahrscheinlich ein Elis Skiri sein. Ja. Ah ja, Cordoba, der ist doch jetzt aus Russland weg.
Ach so, ist er weg? Können wir den noch holen? Ja, der hat, alle Spieler sind ausgereist. Also okay. Ist offiziell nur freigestellt, aber also so realistisch gesehen glaube ich nicht, dass er dahin zurückkehrt. Ja, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass können die dann ihre Verträge einfach fristlos kündigen oder wie ist das? Also du hast gesagt freigestellt. Also naja, alle ausländischen Spieler kamen mit sofortiger Wirkung, sind befreit und haben das Land verlassen. Aber ja. Wenn man realistisch ist, um jetzt mal einen negativen Touch reinzubringen, also es wird ja dieser ganze Wahnsinn wird ja jetzt nicht morgen vorbei sein. Das wird ja jetzt noch richtig sich ziehen. Ne? Also im besten Fall da kann ich mir nicht vorstellen, dass der in 2 Monaten dann da wieder spielt. War jetzt auch nur so, weil ich den Namen gelesen hatte, den würde ich schon, also ja, Rückholaktion, ich weiß, aber den würde ich gerne nochmal spielen sehen, doch. Ich glaube aber, dass der jetzt einfach von Hertha und auch von Krasnodar ein ganz anderes anderes Gehaltsniveau gewöhnt ist. Selbst wenn du den für lau kriegst, glaube ich, machst du dir damit. Also der ist ja nicht hingewechselt, weil er als Kolumbianer es so kuschelig findet, in Krasnodar zu spielen, sondern weil die halt einfach wahrscheinlich wahnsinnig viel Kohle gezahlt haben und er das genau aus dem Hintergrund gemacht hat, was ja auch völlig legitim ist, klar. Wahrscheinlich ernährt er da 3 Dörfer, aus denen er hergekommen ist, mit dem Geld, was er mit Fußballspielen verdienen kann. Und das ist ja häufig bei Spielern aus Regionen, die jetzt eher vielleicht ein bisschen ärmlicher sind oder wo halt nicht so viel Geld irgendwo steckt, dass die dann halt auch irgendwie komplette Regionen da versorgen. Also Region hört sich jetzt ein bisschen wild an, ne? Als wenn er da, wird er wahrscheinlich eine Regionstadt ernähren, aber gemacht, ne? Also, ja klar, der hat ja auch Krankenhäuser gebaut, meine ich, und da die Struktur unterstützt und der wird sich dann eher dahin umgucken. Ich glaube, da brauchst du nicht irgendwie groß mit Tradition und Vereinsliebe irgendwie zu kommen. Da hat er hier eine geile Zeit gehabt, Auch in Russland, jetzt nicht so schlecht performen. 15 Spiele, 6 Tore, 4 Vorlagen. Sein Marktwert wird dort sicherlich jetzt nicht signifikant gefallen sein. Und ich glaube tatsächlich, das ist dann halt eher so ein schöner Wunschtraum. Also ich glaube, ich vertraue tatsächlich da so ein bisschen in unsere Scouting-Abteilung und aber auch in Steffen Baumgart, weil Steffen Baumgart hat auch bei Paderborn ja nie die Top-Spieler bekommen. Paderborn hat sich daraus immer hervorgetan, dass die Spieler geholt haben, die, ich sag jetzt mal vorsichtig, irgendwo anders durchs Raster gefallen sind. Ja, man hat die aufgebaut. Und dort aufgebaut hat und da ein Team gebildet hat und der hat jetzt letztes Jahr jetzt nicht so sonderlich viel Spielraum gehabt. Auch dieses Jahr wird er nicht sonderlich viel großen finanziellen Spielraum haben. Aber wenn man mal tatsächlich guckt, welche Spieler wir verpflichtet haben, dann sind das alles ablösefreie Verpflichtungen gewesen. Lubicic, gut, Marc Uth wird ein fürstliches Handgeld bekommen haben. Aber auch Hübers und auch Marvin Schwäbe sind alles ablösefreie Spieler gewesen. Und ich glaube, da Kilian müssen wir dann, auch, ne? Ja, gut, da haben wir, glaube ich, irgendeine Leihgebühr. Ich meine, irgendwas mit 250.000 Euro, aber also mit einer verhältnismäßig kleinen Leihgebühr. Und ich glaube, da müssen wir halt hingehen, dass wir halt wir sind nicht mehr dieser große FC Köln, der hingehen kann und sagen kann, was kostet der Spieler? Egal, den wollen wir, den nehmen wir. Und dann müssen wir jetzt wahrscheinlich etwas kleinere Brötchen backen, so. Ja, so oder wir machen, das auch ist. Wir machen einen Werbevertrag mit Zypern und dann läuft das alles. Ne? Ja, genau. Genau, das hat schon aus der Erfahrung heraus, hat das schon immer gut geklappt. Genau. Windige Leuten sich an den Hals werfen. Nein, Erfolgskonzept 1. FC Köln, genau. Ja, aber das ist, ich meine, der Daniel hat das vorhin gesagt, man muss tatsächlich, glaube ich, immer sich vor Augen halten, wo haben wir am 25. Spieltag der letzten Saison gestanden? Und ihr dürft jetzt mal kurz raten, wo waren wir am 25. Spieltag der letzten Saison? Tabellenplatzmäßig? Ja. 18. 25. Spieltag, lass mich mal überlegen. Ich würde auf 16 tippen. So, am 25. Spieltag der letzten Saison waren wir immerhin 14.
Ach, guck. Und jetzt dürft ihr mal raten, wie viele Punkte wir zu dem Zeitpunkt hatten. Dann, also der 25. Spieltag war nach einer 2:1 Niederlage in Union Berlin. Boah, das weiß ich noch. Oh, das war ein schreckliches Spiel, ja. Oh Wunder, wir haben die Union Berlin verloren. Ich habe eine ganz neue Erfahrung in der Bundesliga. Ja. Weiß ich, 23? Ja, 22, ich sag, ja. 22, ja. 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 Okay. Ja. Es liegt so schlecht, ne? Wenn du es jetzt abgleichst, das ist schon genau. Und total im Soll. Ich meine, was hat Baumgart vor der Saison gesagt? 12 oder besser war seine Aussage für die Saison, oder? Ja. Ich glaube, da sind wir auf einem ziemlich guten Weg tatsächlich. Und wie am 25. Spieltag sich nahezu aller Abstiegssorgen entledigt zu haben, ist auch einfach schon mal ein verdammter Fortschritt für den ersten FC Köln. Ja. Und vor allen Dingen auch mit ansehnlichen Fußballgestöcken, weil nicht Rumpel und Glück, sondern das ist ein Plan und man geht nicht hin und denkt, oh Gott, jetzt gegen Leverkusen, klar kann man da 5 Buden oder so kriegen, kann passieren, aber man kann auch realistisch sagen, kann auch sein, dass wir da einen Punkt mitnehmen oder sogar gewinnen beim guten Tag. Siehe Hinspiel, ne? Selbst wenn du 2-0 zurückliegst, dass du da noch auslegen kannst. Habt ihr noch im Kopf, wann wir das letzte Mal in Leverkusen gewonnen haben? Puh. Wahrscheinlich mit Dominic Marot, oder? Ja, tatsächlich. Ja, genau, mit 2 Toren von Marot. 7.11.2015, 12. Spieltag war das damals. Da hat Dominic Marot uns 0-1 in Führung gebracht. Dann hat irgendein, den kenne ich gar nicht mehr, Javier Hernandez. Keine Ahnung, wer war das? Doch, die schnellste Maus von Mexiko. Chicharito. Ach, war das Chicharito? Ach, scheiße, deswegen. Ach, okay, alles klar, Chicharito, genau. Der den Ausgleich gemacht und dann Marot, genau. Da war Marot mit dem zweiten dazu. Das war Marot noch vom Auswärtsblock nachher war und Peter Stöger. Ich war da, ich erinnere mich sehr gut. Also teilweise. Hervorragend. Ja. Naja, aber dann ist das ja ein super Vorzeichen, wenn du nächstes Wochenende auch im Stadion bist. Absolut. Ich auch übrigens. Da kann der Geist, echt, sehr schön. Du bist schön. Da? Ja. Ja. Sehr schön. Ja, Ich bin allerdings nicht im Gästeblock, sondern natürlich. Ich darf den VIP-Raum meiner Firma nutzen. Ich glaube, mein Chef, einer meiner Geschäftsführer, seines Zeichens Leverkusen-Fan, ist sich der Tragweite der Einladung an mich nicht bewusst. Ich bin tatsächlich in der Firma etwas verschrien, was den Fußball angeht, weil ich mal bei einem Spiel auf Schalke war. Schalke gegen Gladbach, das war der letzte Schalker Sieg in deren Abstiegssaison in der Hinrunde. Oder in der Rückrunde war es, glaube ich. Es war irgendwie 18. Spieltag oder 19. Spieltag. Und man muss dazu sagen, wir haben da ziemlich gute Plätze. Ich glaube, das ist so 5. Reihe und so oberhalb der Auswechselbank der Gäste. Und es machten sich Christoph Kramer und Patrick Herrmann zum Laufen bereit. Und Christoph Kramer guckt so, in meinen Augen, das ist so wie, weiß ich nicht, wenn man kleine Mädchen nach irgendwelchen Konzerten fragt, der hat auch mal der Sänger genau zu denen geguckt, so kam das auch mir vor, dass Christoph Kramer mich tatsächlich fixiert hat und so dieses bisschen grenzdebile Grinsen aufgesetzt hat. Und dann guckte Patrick Herrmann auch noch so hoch und dann habe ich etwas lauter gebrüllt. Christoph Kramer, du Eselficker. mein Geschäftsführer saß tatsächlich in der Reihe komplett vor mir und ich habe ja tatsächlich ein verhältnismäßig lautes Organ und hat das wohl auch woanders gehört, weil tatsächlich einer meiner guten Freunde Schalke-Fan ist und der hat einen Platz auf der, was ist denn das, gegenüber von der Nord, der... Der hat das auf der anderen Tribüne gehört. Auf der Südtribüne, ja. Der hat mir nämlich geschrieben, das war es doch nicht etwa du, Fragezeichen. Also das heißt, wenn ich nächste Woche, wenn ich sehe, wie jemand aus dem Businessbereich entfernt wird, dann wisst ihr. ich werde mich da festketten. Ich habe auch gesagt, ich werde festkleben auf dem Boden. Mit FC-Trikot aufschlagen und da Schal. Da freue ich mich schon drauf. Du so als Full-Kit-Wanker oben im VIP-Bereich bei Leverkusen. Also Prinz Charles. Ja. Also tatsächlich, ich habe ein bisschen Angst vor diesem Spiel, auch vor den dann möglichen Konsequenzen in der Firma. Aber ich habe denen das gesagt. Ich habe denen gesagt, ich weiß nicht, ob ich der denkbar geeignete Gast für diese Einladung bin. Nein, und
aber da, wir gucken ja auch nur Fußball, habe ich mir gedacht. Genau, wir gucken nur Fußball. Ist klar. Ja, ja. Interessant. Ja. Also, habe ich gesagt, mhm. Und das klingt wie, wir trinken nur ein Bier. So sieht's aus. Aber auch wirklich nur eins. Nein, das ja, ist ja, logisch. Natürlich. Also was anderes. Und ja, ich bin mal gespannt. Ich werde auch von einem Kollegen abgeholt. Also ich muss noch nicht mal fahren. Also ja, Dennis ist doch. Ich werde filmen von beiden. Ja. Ist Dennis nicht sowieso dein Bewährungshelfer? Da hat er ja nächste Woche direkt was zu tun, wenn er dich abholen kann. Ja, also kann, die Bewährungshelfer-Crew kann sich schon mal warm anziehen, also schon mal das Geld von der Bank abholen für die Kaution, die mögliche. Macht schon mal, guckt schon mal, wo es den JVA in Leverkusen gibt. Ihr werdet mich holen müssen. Also ich habe tatsächlich wirklich Angst vor diesem Spiel, weil ich kann halt nicht emotional den oder unemotional den FC gucken. Und, ja, und schon gar nicht in Leverkusen. Ja, genau. Und tatsächlich muss ich ja jetzt hier zu Hause schon immer aufpassen, welche Wörter ich benutze, weil tatsächlich mein 6-jähriger Sohn jetzt tatsächlich anfängt mitzugucken. Mhm. Und ich habe vor der Saison eine Liste von Wörtern bekommen von meiner Frau, die ich wohl schon mal beim Fußball gesagt haben soll. Ich habe mich bei vielen Wörtern tatsächlich selber erkannt und wusstest auch genau, in welcher Situation du das gerufen hast. Also ich kann tatsächlich einzelne Wörter an einzelnen Spielern und Personen des Fußballgeschehens zuordnen. Und zum Beispiel, ich darf das Wort noch nicht mal das Wort Wichser sagen. Und ich ertappe mich dann immer, oder Hurensohn darf ich auch natürlich nicht sagen. Und ja, das führt zu tatsächlich schlimmen Auswüchsen, dass ich da anfange zu schimpfen. Meine Frau guckt mich ja ganz erbost an. Und dann muss ich dann immer schnell andere Wörter sagen. Also es ist tatsächlich nicht einfach. Ich kann mir das schon vorstellen, wie du so auf dieser Trage mit dieser Mundschelle wie bei Schweigen der Lämmer vor den Fernseher geschoben wirst, aufgestellt wirst. Und da wird im Hintergrund so ganz laut Baustellengeräusch angemacht, damit man ja nicht hört, was du dann tust. Ach, ja. Ja, aber was wäre Fußball ohne Emotionen? Ne? Ich meine, ich weiß ja nicht, wie ihr, also bei dir, Marco, weiß ich es ja so ein bisschen aus dem Erzählen heraus, aber wieso, Daniel, wie das bei dir ist. Aber mein Fußballkonsum ist in Bezug auf andere Bundesligaspiele schon echt abgesackt. Also da ist FC natürlich jedes Spiel und da wir uns ja in dem anderen Podcast-Projekt dort auch noch mit St. Pauli und mit dem HSV beschäftigen, ist da deutlich mehr zweite Liga irgendwie dabei, aber du wirst mich nicht dabei erwischen, Bielefeld gegen Augsburg an einem Freitagabend zu gucken. Das das ist auch nichts, wo da habe ich auch null Emotionen dabei und das langweilt mich dann halt auch einfach total. Und da freue ich mich dann tatsächlich drauf, wenn ich dann überhaupt in die Verlegenheit komme, ein bisschen fluchen zu wollen, weil mich das halt einfach anhebt und weil ich da irgendwie Bock drauf habe. Also wenn hier FC geguckt wird zu Hause, dann verlässt die Familie aus Selbstschutz den Raum, außer meinem Sohn. Ja, die sind schon ein bisschen älter, meine Kinder, also so, ne? 7., 8. Klasse, so. Der guckt mit, aber alle anderen gehen. Meine Tochter sagt, das ist mir zu heikel. Meine Frau aus Selbstschutz sagt, ich mache was anderes. Und dann macht man die Tür leise von außen zu und nervt sich nicht. Und dann weiß man nachher, hat Papa dieses Wochenende gute Laune? Ja oder nein? Das entscheidet sich meistens schnell. Und ja. Mein Sohn kommt öfters auch mal mit ins Stadion und der auch schon so gegen Leipzig und so. Und da haben wir einfach damals, da war er noch in der Grundschule, da war das Agreement, man kann alles im Stadion sagen, aber nirgendwo außerhalb. Und da ich noch nie einen Anruf von der Schule bekommen habe, scheint es auch bis jetzt funktioniert zu haben. Ja. What happens in Müngersdorf stays in Müngersdorf. So ist es. Ja, ist ja auch okay, meine Güte, die Emotionen gehören ja in den 90 Minuten dazu und da kann man sich auch mal ein bisschen anblöken und auch mal ein bisschen rumpöbeln. Dann hat man danach 10 Minuten, um runterzukommen und dann ist das auch wieder alles gut. Genauso wie es auf dem Feld ja auch ist. Ne? Ich meine, ich finde es ja auch geil, wenn die Spieler sich da angiften auf dem Feld und danach shake hands und dann ist alles wieder fein. Ne? Also es gibt bei uns im Wohnzimmer 2 Katschen in der Wand. Das ist eine Tasse und eine Flasche gewesen. Es muss letzte Saison gewesen sein. Das kenne ich. Wenigstens trifft ihr die Wand und nicht den Fernseher, sonst wird das ja ganz schön teuer werden. Ich habe tatsächlich, also wir haben tatsächlich eine exponierte Lage eines Bildes. Das hängt also tatsächlich abseits von allen anderen Bildern im Raum.
Und wenn man das Bild mal abnehmen würde, würde man einen tatsächlich Faustabdruck in der Wand sehen. Ach so, ich dachte, also. da wäre deine Fernbedienung zerschellt an der Wand. Nee, ich kann auch sagen, wann das war. Es war das Relegation-Hinspiel gegen Kiel. Und nach dem 1:0 habe ich auf dem Sofa gestanden und so fest gegen die Wand gehauen, dass ich erst gedacht habe, oh Scheiße, ich habe mir die Finger gebrochen. Und irgendwann später habe ich tatsächlich, sagte meine Frau zu mir, hast du irgendwie einen an der Murmel? Weil tatsächlich wir nur verputzte Wände haben und da siehst du natürlich jede Delle. Und sagte, guck mal bitte, man sieht genau deine Fingerknöchel und man sieht auch den Ehering. Und dann habe ich gesagt, ja scheiße, dann muss ich das verputzen. Da habe ich gesagt, nee, komm mal, wir haben da noch ein Bild und hängen wir das da drüber. Das hängt jetzt tatsächlich etwas befremdlich da auf dieser Position, aber ja. Das kenne ich. Also ich kann auch tatsächlich nicht Leute verstehen, die unemotional die Spiele ihres Vereins gucken. Also ja, ich gucke jetzt sicherlich entspannter das Spiel gegen Hoffenheim, aber trotzdem fallen da genauso viel Flüche wie wahrscheinlich letzte Saison, aber ich bin schon deutlich entspannter im Vergleich zur letzten Saison, weil halt diese permanente Angst nicht da ist, es mit dem Spiel jetzt endgültig verkackt zu haben. Ja, voll. Weil du ja auch das Gefühl einfach hast, dass wenn auch Spiele mal scheiße laufen und selbst nach diesem 5:0 in der Hinrunde hat man nie das Gefühl, oh Mist, jetzt bricht diese ganze Konstruktion auseinander. Du hast halt einfach das Thema, dass du dann auch eine ganz klare Analyse danach kriegst, ganz klar weißt, was ist das Problem gewesen, woran welchen Stellen hat es jetzt hier gehakt. Jetzt bei dem Spiel ganz klar, unsere Chancenverwertung hat halt irgendwie nicht funktioniert und wir haben halt irgendwie kein gutes Standing gegen Hoffenheim da am Ende des Tages, aber das wird gegen Leverkusen schon wieder ganz anders aussehen. Ich glaube, da ist ein ganz anderes Feuer in der Partie drinne, da ist eine ganz andere Motivation auch in der Partie drinne und das, also bei allem realistischen Betrachten dann auch, wenn du jetzt eigentlich sagen müsstest, ja, aber Leverkusen ist doch die bessere Mannschaft. Ich meine, guck dir an, wie der HSV da irgendwie in der zweiten Liga spielt. Die besiegen reihenweise die Tabellenführer, schmeißen uns aus dem Pokal, besiegen Darmstadt, besiegen St. Pauli und verlieren nur irgendwie knapp da gegen Bremen und jetzt gegen Nürnberg, wo du eigentlich sagst, oh, das ist eine Sache, die könnte mal gut funktionieren, verlieren sie halt wieder, ne? Und gegen Sandhausen spielen sie nur unentschieden. Weil das ist halt einfach auch diese Anspannung, dieses Spannungslevel musst du halt auch halten können und ständig immer auf diesem hohen Niveau spielen. Und das, was Baumgart ja die ganze Zeit gesagt hat, ist, wenn wir irgendwie 5% zu wenig geben, dann haben wir keine Chance. Dann fehlt halt einfach dieses Momentum da dran. Weil wir können nur dann Spiele in der Bundesliga gewinnen, wenn wir absolut an unserem Limit spielen. Und wenn wir das gegen Lev hinbekommen, ja meine Güte, dann hauen wir die da auch aus ihrem Stadion raus. Habe ich überhaupt gar keine Schmerzen mit. Und auch gegen Dortmund sehe ich uns auch nicht chancenlos. Haben wir ja auch gesagt vorher. Ne? Die sind ja auch so ein bisschen so eine Wundertüte. Und da sah es in der Hinrunde auch echt ganz gut aus. Haben wir zwar irgendwie am Ende des Tages, naja, was 2:0 verloren, glaube ich, ne, in Dortmund. Aber da haben wir gut mitgehalten. Also ich bin auch optimistisch gegen Leverkusen. Ich glaube tatsächlich, dass die haben jetzt gegen Bayern irgendwie 1:1. Das sah ja bei denen auch ganz gut aus. Aber da sind wir nicht chancenlos. Ich bin gespannt, ob der FC es schafft, seine Bundesliga-Statistik beizubehalten, nicht zweimal hintereinander zu verlieren. Mhm. Diese Saison. Also das ist tatsächlich... Wir haben die Saison nur tatsächlich einmal zweimal hintereinander verloren und das ist einmal das Bundesligaspiel gegen die Bayern und das Pokalspiel gegen den HSV. Mhm. Aber nur auf die Bundesliga gesehen haben wir noch nie zweimal hintereinander verloren. Ja, können sich die Leverkusen ja schon mal warm anziehen. Ne? Ja. Ja, sehr gut. Schönes 7:2. Viererpack Sebastian Andersson. Genau. Wenn das passieren sollte. Bescheid nicht. Also ich sag mal so, wenn das ist ja auch der Sohn, liebes Sohn-Team, wenn das passiert, dass der FC mit mehr als 3 Toren gewinnen sollte, würde ich mal gefühlt in die Loge schwenken. So, dann wird jemand ohne Hose abgeführt. ich weiß gar nicht. Also die Logen Richtung Gästeblock sind das, hinter dem Tor sozusagen. Da würde ich mal gefühlt hinzoomen. Es könnte sein, dass da jemand ganz hämisch tanzt. Vielleicht auch ohne Hose dann. Das kann durchaus passieren.
Ich freue mich schon auf dieses Bild, wie du durch den Umlauf rast mit deiner Jeans in der Hand und schwenkst die dann in der Luft. Das ist ehrlich hervorragend. Das werden wir auf das sehen. Hervorragend. Ja. Nizza nach dem Spiel. Ja. Genau. Gib dir den Jubellauf dann tatsächlich. Ja, ich bin, also tatsächlich wäre das wäre tatsächlich schon sehr, sehr cool. Aber ja. Schauen wir mal. Wir haben noch eine kleine Sache. Wir müssen natürlich auch auf die Saisonwette schauen. Kein Tor Modest, keine gelbe Karte Steffen Baumgart, also unsere kein zu null Spiel Marvin Schwäbe. Es ist tatsächlich heute eine kleine Rubrik nur. Wir müssen nur mal drauf gucken, welche Spiele U23 sind, und das sind tatsächlich gar nicht so sonderlich viele, denn es sind nur Luca Kilian und jetzt muss ich einmal kurz gucken. Sali, oder? Sali Özcan und Tim Lemperle, also drei Stück. Ja, 3 Euro gehen also weiter auf das Konto. Und ja, schauen wir mal, was da am Ende der Saison mal rumspringt. Ja, ansonsten haben die jetzt mehr als letztes Jahr, muss man dazu sagen. Definitiv, ja. Ansonsten haben die Frauen ja heute noch gespielt. Ich weiß nicht, ob ihr das parallel mitbekommen habt. Ja. Die hatten ja um 16 Uhr ihr Spiel bei Bayern München, haben da auch die erste Halbzeit ganz gut mitgehalten und sind mit dem 0-0 in die Halbzeit. Und dann ist irgendwie gab es irgendwie einen schnellen Doppelpack, 48., 50. Und dann ist es so ein bisschen auseinandergefallen. Nachher ist es dann irgendwie 6-0 für Bayern ausgegangen. Mhm. Aber war jetzt auch nicht erwartbar, dass man da was holt. Ne? Das wäre eine ähnliche Sensation, als wenn der FC bei Bayern was holen würde. Ja. Also der FC, die Herren, was tatsächlich wollen, da ja noch extremer als, ich sage jetzt mal vorsichtig, in der Fußball-Bundesliga, da geht die Schere ja noch weiter auseinander. Aber man muss auch sagen, die FC-Frauen liegen jetzt nach 15 Spielen. Und man muss auch dazu sagen, die haben nur 22, also was sind nur 12 Teams in der Liga, haben aktuell 11 Punkte Vorsprung auf den SC Sand und Carl Zeiss Jena. Also und die haben heute auch noch gegeneinander gespielt und sich gegenseitig Punkte weggenommen. Also genau. Die FC-Frauen sind da auf einer ähnlich sicheren Planungsposition, was die Bundesliga-Mitgliedschaft angeht, wie die Herren auch. Insofern alles im grünen Bereich. Ja. Die U23 hat am Wochenende auch gespielt und 1-1 unentschieden gespielt. Sie sind aber auch tatsächlich gut im Rennen. Sind, glaube ich, jetzt mittlerweile Achter. Die haben gegen Sportfreunde Lotte gespielt und da relativ spät den Ausgleich, glaube ich, 81. kassiert. Und sind Stand jetzt Sechster. Also muss man auch sagen, sechster Tabellenplatz in der Regionalliga West ist tatsächlich nicht so verkehrt, wenn man sich überlegt, dass vor einem Wuppertal, Oberhausen, Fortuna Köln, Rot-Weiß Essen und Münster stehen. Ja, ansonsten und U17 und U19 haben auch jeweils gespielt am Samstag, auch jeweils Heimsiege, die U17 5-1 gegen die Fortuna aus Düsseldorf und die U19 2-1 gegen Rot-Weiß Oberhausen. Insofern war das alles mal jetzt von den Damen bei Bayern München abgesehen noch ganz erfolgreich an dem Wochenende. Ja, genau. So, und jetzt möchte ich gerne mal eure Tipps für Leverkusen hören. Willst du anfangen, Daniel? 3-1 Köln. Nimmt der mir noch meinen Tipp weg? Das ist ja uns, das muss ich höher gehen. 4-1. Okay, ich sag, bin auch optimistisch, tippe auch auf den FC und sag, geht 3-2 für den FC aus. Ja, also 4-1 für den FC, ne? Also. Ja, davon bin ich jetzt auch ausgegangen. Du wolltest ja ohne Hose tanzen. Ja, genau. Also sind 4-1, ich glaube tatsächlich. Dann können die mir den VIP-Raum allein überlassen. Dann können sie schon nach Hause gehen. Ich verspreche auch, dass ich nächstes Wochenende nicht bei der Aufnahme dabei sein werde. Das heißt, es wird definitiv einen Sieg für den FC geben. So sieht's aus. Genau. Und wenn ihr auch als Gast dabei sein wollt, schreibt mir gerne bei Twitter oder eine E-Mail an info@trotzdem-hier.de. Wir melden uns dann bei Zeiten. Oder dem @ruhrpott_hennes bei Twitter eine Mail schreiben oder unserem trotzdem hier Account eine direkten Benachrichtigung schreiben. Und dann finden wir schon zusammen. Ansonsten, wer spenden will, kann das gerne tun. Wir sind ja ein werbefreier Podcast, wollen das auch in der Regel bleiben, weil wir auch keine Lust haben auf Werbung und auch sonst der Aufwand zu groß ist, muss man dazu sagen. Geht gerne auf www.trotzdemhier.de und dann spenden.
Da könnt ihr über Coffee oder PayPal gerne was spenden. Wir freuen uns immer sehr, sehr gerne, wenn da was kommt, um halt hier die Kosten für Server, Bearbeitungsprogramm, Schnittprogramm etc. pp. Zu deckeln. Und ansonsten war es das soweit. Also wie gesagt, nächste Woche ist der Dennis auch wieder da. Da wird es auch wieder in, ich sag mal, gewohnteren Bahnen laufen. Und ja, ich danke nochmal meinen beiden Gästen. Danke, Raik. Danke, Daniel, dass ihr da wart. Ja, sehr gerne. Gerade beim Daniel. Danke, ja, dass gerne. Du kurzfristig hingehauen hast, weil tatsächlich kein Problem. Das, immer gerne. War schon sehr, sehr, sehr spontan, schon sehr cool. Ja. Hat Spaß gemacht. Ja, vielen Dank für die Einladung nochmal. Ja. Und ja, wir sind raus und dann bis dann. Macht es dir. Ciao.